Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. I can't get no disinfection. Und damit starten wir in eine neue Corona-Woche bei den Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Guten Abend. Ja, ich dachte, wir versuchen es heute mal auf etwas andere Weise. Ich denke mal, du wirst es ja auch mitbekommen haben. Deutschland dreht gerade frei, wie ich das so schön bezeichne oder so nett bezeichne, weil alle Menschen plötzlich Hamster zu Hause haben, die sie mit Unmengen an Teigwaren und Konserven versorgen müssen. Absolut. Hast du das auch schon festgestellt? Ja, also ich bin total fasziniert davon, wie es bei euch in Berlin abgeht und wahrscheinlich auch in anderen Großstädten. Hier, ich versuche mal Klischees zu bedienen, wenn ich mir hier in Brandenburg angucke, ich war am Wochenende einkaufen, da müssen noch gewisse Hamstervorräte aus vergangenen Zeiten angelegt sein. Also hier kannst du noch relativ entspannt in deinen Supermarkt gehen, in deine Kaufhalle. Da kriegst du alles noch. Also von daher ist es ganz interessant, aber ich kann dir nur recht geben. Alle drehen total frei. Und irgendwie fragt man sich am Ende des Tages oder zu Beginn des Tages, wenn du damit schon wieder konfrontiert bist, warum denn eigentlich? Naja, also ich muss zugeben, ich habe die Diskussion heute auf Arbeit gehabt und so an der einen oder anderen Stelle macht es grundsätzlich wahrscheinlich nicht mal so, also ist es teilweise wahrscheinlich nicht mal so doof, ein paar mehr Lebensmittel einzukaufen als normal, denn mein Kollege hat das so wunderschön zusammengestellt und ich glaube, dass das auch so stimmt. Wenn du in Quarantäne geschickt wirst vom, ich sag mal, vom Senat oder von der Regierung, wie auch immer, dann versorgen die dich nicht mit Lebensmitteln. Ich weiß, aus NRW ist es wohl so, wenn du keine Angehörigen hast, die dich mit Lebensmitteln versorgen könnten, kommst du ins Krankenhaus. Wie das hier in Berlin läuft, weiß ich aber nicht. So, wenn du Pech hast, sitzt du halt zu Hause, darfst offiziell nicht raus, weil ist dir ja verboten. Und für alle, die jetzt sagen, naja, die können mich ja nicht einschränken, doch können sie, denn das, wie heißt das, Quarantäne? Nee, nicht Quarantäne, sondern das Seuchen... Ausbreitungsschutzgesetz oder sowas, das erlaubt es tatsächlich, Bürger in ihren eigenen Zuhausen unter Quarantäne zu setzen und ihnen persönliche Freiheit hinzugehen, wohin sie wollen, zu nehmen. Also es ist rechtlich sogar korrekt und auch bindend. Und wenn du da halt niemanden hast, der dich versorgen kann, sitzt du im schlimmsten Fall halt ohne Nahrungsmittel da und musst die Feuerwehr rufen, weil du sonst verhungerst. Wäre halt auch ein bisschen unschön. Das kann ich total verstehen, aber ich versuche mal gerade parallel, weil wir ja super vorbereitet sind und jetzt gerade so 40 Minuten vorneweg Vorgespräche geführt haben, die sich um alles andere als um diesen Podcast gedreht haben. Ja komm, es lag jetzt nur daran, weil du meine Begrüßung nicht so toll. Genau, wir haben 40 Minuten über deine Begrüßung. Wie steigen wir ein und dann haben wir es am Ende doch verkackt. Genau, und haben es dann jetzt mit. Aktuelle Zahlen mal rauszusuchen, aber das liefern wir, glaube ich, im Laufe dieser Sendung dann noch nach. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist ganz wichtig und da hast du tatsächlich ein Thema angesprochen, was ich gerne vorneweg nochmal mitgeben möchte. Das Robert-Koch-Institut hat einen Hinweis herausgegeben für das neuartige Coronavirus mit den Empfehlungen für Hygienemaßnahmen für nichtmedizinische Einsatzkräfte, das heißt Feuerwehr, wobei die meiste Zeit tatsächlich, also zumindest aus Berlin kenne ich das so, eben auch im medizinischen Bereich ausgebildet sind, für Polizisten. Aber ich glaube, das kann auch für Sicherheitskräfte, für Security Manager und für die Branche an sich geeignet sein, wo mal aufgelistet ist, diese grundsätzlichen Themen, was mich eigentlich seit dieser vierwöchigen Diskussion mit am meisten nervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben unterschiedlichste, auch dort, wo ich in Kontakt bin, regelmäßige Telefonkonferenzen, wochenlang beschäftigen sich damit Leute und am Ende des Tages heißt es immer wieder, Abstand halten zu hustenden oder niesenden Fremdpersonen, Handyhygiene einhalten, desinfizieren und die Hände mit Wasser und Seife waschen. Alles ein Thema, wo ich sage, sollte ich für gewöhnlich auch machen, ne? Und darüber hinaus tatsächlich Schlüsselfragen für Personen, die im Erstkontakt mit Personen stehen, wo der Verdacht zumindest besteht. Ganz einfach, ganz unkompliziert gefragt, hat die Person grippeähnliche Symptome, wo dann Fieber, Husten, Atemnot dazu zählt. War die Person innerhalb der letzten 14 Tage in einem der Risikogebiete? Ganz spannend hier auch tatsächlich mit QR-Code versehen.
das die Risikogebiete aktualisiert und ausweist, und oder hatte die Person innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einem Coronavirus-Erkrankten? Wenn eine von diesen Fragen mit Ja beantwortet wurde, dann sollte man eben in die Schutzmaßnahmen, tatsächlich in die aktiven Schutzmaßnahmen eintreten. Wenn alle Fragen mit Nein beantwortet wurden, dann gelten die grundsätzlichen Schutzmaßnahmen einer Influenza. Und ich habe mal gerade die aktuellen Zahlen tatsächlich doch gefunden. Es gibt eine von der Johns Hopkins University, ist das, glaube ich, eine aktuelle und ständig aktualisierte Übersicht. Und da sind wir momentan mit dem Stand von 19:03 Uhr. Wir nehmen heute am, was haben wir denn heute? Montag, ne? Montag Montag, den. auf. Welchen Montag, Tag den haben wir eigentlich? Der hat auch schon 2.3. Corona. Ich weiß schon gar nicht mehr, an welchem Tag wir sind. Oh Gott. Nee, Montag, der 2.3. Sind wir in Deutschland bei insgesamt 150 bestätigten Fällen, 16 sind recovered, also wieder genesen, und derzeit existieren 134 Corona-Erkrankte. Und Alles in allem jetzt, gesehen, um die ganze Massenpanik und Hysterie vielleicht ein bisschen einzudämmen, kannst du vielleicht die aktuellen Grippezahlen mal noch gleich dazu nehmen? Also wie viele Infizierte, wie viele Tote? Das kann ich machen, während du mir parallel diesen Podcast am Laufen hältst. Ich suche mal die Zahlen parallel Ist raus. kein Problem. Wir springen mit einer super Überleitung direkt in die 3-Minuten-Themen. Waren es 3 Minuten? Ja doch, 3-Minuten-Themen. In die Quickies. Genau, ich weiß, du hast mich verwirrt, weil du nämlich in unseren Regieplan geschrieben hast, 5 Themen à 3 Minuten. Und weil ich immer nur die Zahlen im Kopf habe, denke ich immer, Quickies sind 5 Minuten. Bis Ich ich weiß dann nicht, wie meine. lange ein Quickie bei dir sonst dauert, aber. Ich weiß nicht, Bin ob wir der. das hier diskutieren wollen. Bin der 5 Meinung, oder 3 irgendwo. Minuten. Ich bin der Meinung, irgendwo mal gelesen zu haben, dass ein Quickie definiert wird als nicht länger als 90 Sekunden. Aber das müsste ich raussuchen. Echt? Die Quelle musst du mir mal zusenden. Ja, gut, dass wir die Sicherheitsphilosophen sind und nicht die Philosophen. So. Also, gehen wir mal zu den Quickies über. Da ist meine Uhr. So, ich starte direkt mal. Ah, darf ich ganz kurz, weil ich drücke mal schon mal deine Oh. Zeit. Ich habe die Zahlen, dann können wir das nämlich an dieser Stelle hier auch abschließen. Dann sag aber nochmal die ersten Zahlen dazu, bevor die Leute jetzt anfangen, hektisch zurückzuspulen. Also, Thema Corona, komme ich wieder darauf. Wir haben momentan 89.254 bestätigte Corona-Erkrankungen. Davon sind etwas mehr als 50% wieder genesen. Und wir haben mit einer Anzahl von da sind wir ungefähr bei 2% mehr oder weniger einer Todesrate gerade bei Corona. So, hauptsächlich davon in China, muss man auch dazu sagen. So, und jetzt gucke ich mal ganz kurz. Influencer-Wochenbericht wollte Also ich mir hätte nicht. jetzt auch einfach gereicht, wenn du die deutschen Zahlen jeweils für Corona und Grippe gesagt hättest. Aber okay, go for it. So, und dann haben wir ungefähr in der Wintersaison 2017, 2018 hatten wir in Deutschland 25.000 Menschen, die an der Grippe starben. Das Jahr zuvor waren es 23.000. Viele Infizierte? Und wir hatten roundabout, nee, das habe ich nur für die Grippewelle 2018, 2019, Ach so, 3,8 schade. Millionen Arztbesuche wegen Grippeerkrankungen. Da Also sind das doch einfach die. mal so ein bisschen den Vergleich gezogen, dass wir doch hier tatsächlich in der aktuellen Influenza, auch von den Zahlen des Robert-Koch-Instituts, da deutlich doch eine hohe Bedrohung haben gegenüber dem klassischen Grippevirus, um es mal so zu nennen, der klassischen Influenza, gegenüber den, ja, letztendlich den, der Coronavirus. Was ich so interessant finde, ist, ich weiß gar nicht, wo ich das. Ich habe das heute irgendwo gelesen. Ich weiß leider nicht mehr, wo genau. Da stand auch geschrieben, wir regen uns gerade im Endeffekt über eine Grippe oder über eine Erkältung auf, die halt in einigen Fällen halt nicht an dir vorbeigeht, sondern quasi schlimmere Ausmaße annimmt und dann zu einer Bronchitis oder zu einer Lungenerkrankung werden kann. Aber im Endeffekt ist dieser Coronavirus erstmal nichts anderes als als eine Erkältung, die du hast. Aber trotzdem dreht die ganze Welt frei, weil sie halt Schiss hat, dass sie sich mit Corona ansteckt. Wobei man auch hier dazu sagen muss, der Großteil der Erkrankung verläuft ja quasi
ohne Begleiterscheinung. Also die Leute kriegen es nicht mehr mit. Was halt so schlimm an dem Zeug ist, dass es sich, also dass halt die Verbreitung so unglaublich schnell und ja, also so unglaublich schnell abläuft. Einfach weil man, wenn man keine Symptome hat, es trotzdem übertragen kann. Und da, das ist ja im Endeffekt so das Problem. Aber gut, so ist das nun mal. Dagegen lässt sich nichts tun. Oder doch, Hände waschen, in die Armbeuge niesen, einmal Taschentücher nehmen, sofort wegschmeißen, Hände desinfizieren und waschen. Wer zahlt mir das denn bloß? Im Zweifelsfall dein Arbeitgeber, weil der dich dafür bezahlt, dass du arbeitest. So. Gut, kommen wir zu deinem Kiki. Kommen wir zu meinem Quickie. Genau, ich bin tatsächlich echt nicht vorbereitet, weil diese ganze Corona-Geschichte bei mir auf Arbeit momentan sehr viel los ist. Zu meinem Quickie. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, Das aber sagst du jedes der. Mal. Ja, ich weiß, genauso wie du jedes Mal sagst. In dieser Woche ist wieder eine Menge passiert oder sowas, sagst du doch Finde ich immer. gut, ja. Von daher dachte ich mir, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt. Der wunderbare Fall des sogenannten Tim K. Einige werden ihn mit Sicherheit kennen. Tim K. ist ein, ja, ich würde ihn jetzt nicht als YouTuber bezeichnen, aber ist ein, ja, nennen wir ihn mal einen Blogger. Also der hat einen YouTube-Kanal unter anderem, wo er seiner Meinung nach, das möchte ich an der Stelle betonen, für Meinungsfreiheit und das deutsche Volk quasi einsteht, also seine Parolen hat, seine Meinung da vertritt. Und wie das so häufig vorkommt, ja, dieser Mann, na, ich würde nicht sagen ein Dorn im Auge, aber der hat in seinen, in einigen seiner Videos hat er die SPD-Politikerin Safsan Cebli ganz schön, drangenommen, aber ganz schön unter Feuer genommen. Und die hatte ihn jetzt angezeigt, weil sie nämlich sich von ihm beleidigt fühlte. Und um das quasi mal festzumachen, er hatte in einem seiner Videos, hatte er sie unter anderem als Quotenmigrantin der SPD bezeichnet oder auch als islamische Sprechpuppe. Und das ist jetzt in Berlin diese Woche verhandelt worden. Und Tim K. ist freigesprochen worden von der Beleidigung. Also der Richter sagte, es wäre zwar eine sehr schmale Gratwanderung, aber es sei keine Beleidigung, sondern es sei quasi Meinungsäußerung. Und ist dann quasi ohne Probleme aus dem Gericht gegangen. Was man dazu erwähnen muss, sowohl Staatsanwaltschaft als auch der Anwalt von der Frau Schäbli haben sich ja, nicht darauf geeinigt, aber haben beide angekündigt, in Revision gehen zu wollen, was das Urteil angeht. Also es ist noch nicht zu Ende gefochten. Dieser Tim K. soll wohl mal Polizist gewesen sein, beziehungsweise ist wohl oder war wohl früh verrenteter Polizist. Genau weiß ich das nicht, weil sich da die Datenquellen irgendwie ein bisschen uneinig sind. Auf jeden Fall, ja. Der zieht jetzt seitdem halt durch das, ich sag mal, durch das Internet und verbreitet halt seine Meinung. Wird von einigen halt als rechtsradikal oder als ja, fremdenfeindlich bezeichnet, auch wegen seinen Aussprüchen. Und ja, er hat wohl auch irgendwie, ist glaube ich bei der Polizei aufgefallen, weil er starke Kontakte zu den Hells Angels hatte. Und ja, der ist jetzt quasi gerade in erster Instanz freigesprochen worden. Mal gucken, ob das dabei bleibt oder nicht. So, da ist mein Alarm. Genau 3 Minuten. Damit habe ich mein Thema. Und Wir verabschieden uns an dieser Stelle von Raphael und machen die Sendung alleine weiter. ach so, machen wir das? Nein, Alles klar. alles Na gut. dann, Das Jungs, klang haut jetzt rein, so. ne? Bis dann. Tschüss. Das klang jetzt so. Das war jetzt mein Thema für heute und ich gebe Also ins ich finde, ich habe Hauptstadtstudio jetzt. zurück. Also ich finde, ich habe für unseren sonst anderthalbstündigen Podcast innerhalb dieser 3 Minuten sehr viel beigetragen und kann mich jetzt in Ruhe zurücklehnen, während du den Rest machst. Das finde ich gut. Du kannst ab und zu aber trotzdem bitte noch einen Kommentar abgeben. Ich huste ab und zu mal rein, so. Genau, so dass wir wissen, dass du anwesend bist. Genau, aber also ganz ehrlich, wenn du einen Sitzplatz in der S-Bahn haben willst, musst du einfach mal zweimal niesen und einmal husten und schon kannst du dir im ganzen Waggon Sitzplatz aussuchen. Ohne Hand beziehungsweise Elle vorm Mund. Ja, natürlich, das wäre ja.
Zu einfach Aber das so. ist übrigens ein total interessantes Phänomen, möchte ich mal sagen. Es drehen alle auf Arbeit frei, aber trotzdem fahren wir alle in überfüllten Zügen nach Hause. Also irgendwie ist da noch eine gewisse Diskrepanz zwischen Na gut, aber das, was wir die wollen und das, Problematik was wir ergibt. machen. Naja, aber die Problematik ergibt sich ja eigentlich daraus, dass du keine andere Möglichkeit hast, anders auf Arbeit zu kommen. Also, ich denke Okay, mal, anderes Beispiel. wenn viele Leute die Möglichkeit hätten, würden sie wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr mit den Öffis fahren. Aber was willst du machen, wenn du nirgends anders mit, also wenn du anders nicht auf die Arbeit kommst? Ja, okay, anderes Beispiel. Das hatte ich vorhin vergessen, eingangs zu erzählen. Wir beide sind ja selber von Corona direkt betroffen. Ich erzähle es jetzt einfach mal so freimütig, ohne es mit dir vorher besprochen zu haben. Wir wollten nächste Woche zum Genfer Autosalon. Ach so, ja, das. Ich habe gerade überlegt, wovon du redest und denke mir so, hä? Ja, unser Wo bin Outing ich machen denn wir in von einer anderen Corona Folge. betroffen? Unser Okay. Outing kommt in einer anderen Folge. Die heben wir uns auf, so die 100. Folge, da erzählen wir da mal über uns wirklich. Nee, wir wollten tatsächlich zum Genfer Autosalon nächste Woche fliegen, was wir unsere Umweltbilanz machen. Und sind tatsächlich, ja, in eine, ich weiß es gar nicht, ich denke mal, es ist eine Anordnung der Schweizer Regierung Es gewesen. ist, ta ja, es ist tatsächlich, der Bundesrat in der Schweiz hat am 28.02. einstimmig, oder nicht einstimmig, aber hat beschlossen und ich glaube eine Verordnung oder ein Gesetz erlassen, dass aktuell wegen des Coronavirus Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern in der Schweiz verboten sind, worunter der Genfer Autosalon halt fällt. Genau, auf der anderen Seite, du darfst immer noch fliegen. Also du darfst dich an Flughäfen aufhalten, wo wahrscheinlich mehr Menschen aus mehr Nationen zusammentreffen als auf einer Messe. Mindestens genauso viele, wenn nicht sogar noch mehr. Transit, nicht mehr nachvollziehbar, wer war da, wer war nicht dort gewesen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind in vielen Punkten einfach auch wieder so ein Aktionismus drin. Weißt du, dann müssten aus bestimmten Sachen müsste es einfach mehr Konsequenzen geben. Das wollte ich einfach mit diesem Beispiel noch sagen. Wenn ich ein paar tausend Besucher an der Automesse habe, ist es das eine. Wenn ich mehrere hunderttausend oder zehntausend Personen habe, die sich auf 100.000 Personen eher, die sich auf innerdeutschen Flughäfen jeden Tag bewegen, ohne dass irgendwie da Flughäfen geschlossen werden. Ich finde, das ist alles schon wieder, wirkt alles stark nach Aktionismus. Ja, ich find's ja nach wie vor immer noch sehr bezeichnend, dass durch Anordnung einer Regierung man plötzlich von höherer Gewalt spricht. Also das mag rechtlich alles vollkommen in Ordnung sein, das will ich gar nicht anzweifeln, so ist es nicht gemeint. Aber ich find's trotzdem halt irgendwie interessant, weil der Veranstalter jetzt sich halt hinstellt und sagt, das ist höhere Gewalt. Und in den AGB halt das der einzige Ausschlussgrund ist, warum man sein Geld nicht zurückkriegen würde für eine Karte. Was bei unseren ja, schlechten Gehältern und dieser Oh einmaligen ja. Chance, da jetzt in die Schweiz zu fliegen und da daran teilzunehmen, jetzt bedeutet, dass wir sehr viel Geld verloren haben. Und wir auf Richtig. YouTube dem. überweist auch nicht mehr wegen höherer Gewalt. Ja, genau. Wir schalten ja auch nicht so viel Werbung, ne? Nur für euch. Deswegen gerade wieder mal ein Problem für uns. Exklusiv. Aber wir stehen das durch, nur für euch. Insofern, ja. Lass uns, wir haben vollen Zeitplan. Lass uns nicht so viel Zeit verquatschen. Das haben wir jedes Mal. Haben wir Auf jedes drei. Mal und wir kommen echt dazu inzwischen dahin, dass wir die 90 Minuten gut einhalten, finde ich zumindest. Aber wir jetzt immer mehr Themen in den Themenspeicher reinschieben, was ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Deshalb Korrekt. mache ich mal gleich weiter und komme mit einem mega brandaktuellen Thema, weil das heute früh war, vor knapp 8 Stunden. Es gab eine Geiselnahme in einem philippinischen Einkaufszentrum. Ein ehemaliger Sicherheitsmitarbeiter, der offensichtlich relativ kurz zuvor durch seinen Arbeitgeber entlassen wurde, hatte mehrere Geiseln in diesem Einkaufszentrum ja in seine Gewalt gebracht, offensichtlich einen weiteren Sicherheitsmitarbeiter verletzt, der dann ins Krankenhaus kam. Riesenaufgebot, man muss dazu sagen, philippinische Einkaufszentren sind mehr oder andere oder sollen zumindest andere Lebensorte sein, als wir das hier aus Deutschland kennen. Dort passiert tatsächlich ein Großteil auch des sozialen Lebens. Man geht dorthin nicht nur um einzukaufen und zu essen, sondern das ist tatsächlich, da hält man sich auf, da trifft man sich mit Freunden, Familienmitgliedern und ähnlichem. Also quasi so eine Art Aufenthaltsbereich Ja, also so quasi. sozialer Hotspot würde ich es mal Ja. vielleicht nennen. Der Sicherheitsmitarbeiter verlangte dann, mit den Medien sprechen zu können. Das wurde ihm tatsächlich dann auch gewährt, und versprach dazu dann im Gegenzug, dass den Geiseln nichts passieren würde. Relativ kurze Zeit später, gegen Mittag deutscher Ortszeit,
hat sich der Geiselnehmer dann ergeben, hat die Geiseln in seiner Gewalt gehen lassen und konnte tatsächlich mit den Reportern sprechen, und bestätigte da letztendlich nochmal seinen Unmut darüber, über die Entlassung und die ungerechte Behandlung, die er dort erlebt hatte. Jetzt kann man natürlich sagen an dieser Stelle, ja, okay, Philippinen weit weg, was bedeutet das für uns? Moment, Moment, bevor du das machst, kurzer Einschub, ganz nach deutscher Manier, das kann hier in Deutschland nicht passieren. Das kann nicht Und passieren. weiter? Jetzt ist die Frage natürlich, was antworte ich dem deutschen Michel, der sagt, oh, in Deutschland passiert das nicht und Philippinen sind weit weg. Ich betrachte das tatsächlich so ein bisschen mit Sorge. Wenn ich mir angucke, auch worüber wir die letzten Wochen darüber gesprochen haben, Rechtsextremismus, aber eben auch die unterschiedlichen Formen einer offensichtlich gewaltbereiten Branche oder in Teilen zumindest gewaltbereiten Branche, die sich auch in einigen Bereichen paramilitärisch inzwischen organisiert. Ich verweise darauf, jeder wird es mitbekommen haben, was um den Verein oder Ex-Verein UNITA passiert ist, dass ihnen jetzt die Gemeinnützigkeit entzogen wurde, dass es gegen Mitglieder Strafverfahren und Ermittlungen gibt, dass es jetzt ein Prüffall des Verfassungsschutzes ist. Ich verweise mal darauf und sage mir, naja, wenn ich so einen ausgebildeten Sicherheitsmitarbeiter habe, der an dieser Stelle auch durchdreht und über diverse Kontakte oder Mitgliedschaften auch ja letztendlich an scharfe Waffen und Munition bekommt, wenn er die sowieso nicht im Dienst schon gestellt bekommt, dann mache ich mir an dieser Stelle tatsächlich auch Gedanken, dass die Philippinen vielleicht doch nicht so weit entfernt sind und wenn hier jemand durchdreht, wir ähnliche Szenarien auch bekommen können. Und damit sind deine 3 Minuten um. Es ist wunderbar. Bin just in time. Just in time. Dann mache ich noch ein, dann ich mache mal gleich weiter, damit wir hier die Nachrichten nur so durchbrettern an einem Stück. Ich habe ein Quickie-Quickie. Das sind vielleicht wirklich diese 90 Sekunden, die du vorhin angesprochen hast. Neues vom Breitscheidplatz. Ja, Trommelwirbel. stimmt, das habe ich auch gelesen. Mega faszinierend oder eigentlich total traurig und ein Armutszeugnis für ja, Berlin und seine Bau- und Innensenatoren. Neue unendliche Geschichte im Quartal 2020 und ihr werdet daran euch erinnern, dass wir ja auch schon mal das Sicherheitskonzept vom Breitscheidplatz unter die Lupe genommen haben. Ich linke das, lasse das hier oben nochmal gleich in just in diesem Moment das Video verlinken, dass ihr euch das auch nochmal anschauen könnt. Mit dem Provisorium, dass die Sandsäcke da in den Stahlkörben, die Poller und LKW-Sperren, die dort aufgestellt sind und semi-hilfreich sind, sollten verschwinden. Tja, jetzt werden sie wohl doch länger bleiben, weil der angekündigte Baustart im ersten Quartal 2020 nicht mehr zu halten ist, aus welchen Gründen auch immer. Also ich würde jetzt tatsächlich an dieser Stelle wirklich die Wette abschließen und wer gegenhält, soll sich melden und den laden wir dann, wenn er tatsächlich gewinnt, zu irgendeiner Dezember-Veranstaltung ein. Dann machen wir das aus irgendeinem, weiß ich nicht, Weihnachtsessen heraus oder sowas, nehmen wir die Folge auf. Aber ich wette mit dir, dieses Provisorium, was wir letztendlich jetzt jetzt im vierten Jahr haben, seit 2016, das wird sich jetzt auch noch in den kommenden Monaten, wenn nicht sogar dieses ganze Jahr, vorziehen, sodass wir im Weihnachten eigentlich die gleiche Folge nochmal unter einem neuen Titel abspeichern können, weil es hat sich nichts geändert. Raphael ist Sagen wir's. offensichtlich total traurig, weil er jetzt mega sprachlos ist an dieser Stelle. Total. Du weißt Okay. schon. Ich hab ihn Nee, mach. offensichtlich echt vom Sockel gehauen. Nee, ich habe dieses Mal tatsächlich nicht viele Quickies, deswegen Aber du dachte kannst ja ich, trotzdem halte was ich. dazu sagen. Ja, aber ich dachte, ich halte mich zurück, weil du das jetzt hier im Schnellverfahren durchlaufen wolltest und wir noch so viel zu tun haben heute. Okay, dann Darum. mache ich auch tatsächlich gleich weiter und weil du kannst dich dann schon mal vorbereiten und einmal ein bisschen warm hüpfen für dein Hauptthema, das wir letzte Woche schon angekündigt haben. Okay. Stellt ihn euch wie Rocky vor. Noch mal ein etwas ernsteres Thema. Hatte ich eigentlich letzte Woche noch auf der Agenda, schadet aber nichts, ab und zu wieder immer wieder dazu daran zu erinnern. Wer sich daran erinnern kann, gab es ja eine rechte Terrorzelle, die vor ein paar Wochen Mitte Februar ausgehoben wurde, nannte sich Rechter Kern, hatte diverse Anschläge geplant.
auf, ja, auch gegen Politiker, gegen Moscheen, gegen eigentlich alle, die irgendwie was zu tun haben. Aus meiner persönlichen Sicht auch so ein bisschen so dieser Indikator oder auslösende Trigger gewesen dafür, dass es tatsächlich dann das Ereignis in Hanau passiert ist. Ganz interessant in diesem Zusammenhang und auch tatsächlich aus meiner Sicht etwas bestürzend ist der Fakt, den das Polizeipräsidium in Hamm zugeben musste. Nämlich einer der Mitarbeiter oder der eine, einer der Mitarbeiter, einer der Mitglieder dieser rechten Terrorzelle, rechter Kern, glaube ich, genannt, war nämlich Polizeibeamter in NRW gewesen. Und man musste jetzt zugeben seitens des Polizeipräsidiums, dass man die Personalie des Mitarbeiters oder des Beamten nicht ausreichend geprüft hatte. Dazu zählte unter anderem sein Handeln in der Vergangenheit, seine Nutzung von Fahnen, Emblemen und die Schreibweise des Mannes. Offensichtlich konnte man im Nachhinein feststellen, dass es Anhaltspunkte gegeben habe, dass dieser Beamte zumindest für den Polizeidienst nicht mehr geeignet wäre, aufgrund seiner gegen die Freiheit, demokratische Grundordnung stehenden Gedankengutes. Was ich an dieser Stelle auch nochmal die Verbindung gezogen habe, weil dafür sind wir hier für diesen Podcast und ab und zu auch nochmal ein paar ja, Querverweise und Gedankengänge hier auch nochmal zu zeigen. Wenn ich in den Paragraph 34a Absatz 1 der Gewerbeordnung gucke und die Profis unter euch werden wissen, dass ich dort den Bereich der Überprüfung der Zuverlässigkeit meine, eines Sicherheitsmitarbeiters, dann steht da in Punkt Nummer 3, dass eine Stellungnahme der für den Wohnort zuständigen Behörde, der Landespolizei und dann so weiter, zu einer zentralen Polizeidienststelle etc. Notwendig ist und dass die gegebenenfalls Anhaltspunkte nennen, die ein Bedenken gegen die Zuverlässigkeit begründen könnten. So, da stellt sich für mich die Frage, und da bitte ich euch mal alle drüber nachzudenken und vielleicht auch das in die Kommentare reinzuschreiben. Wenn die Polizei das im eigenen Hause schon, sag mal, unzureichend, so wie das Polizeipräsidium Hamm das auch definiert hat, macht, und denen dann tatsächlich Mitglieder einer rechten Terrorzelle durch die Lappen gehen, wieso sollte es dann für eine Branche, für die man, ich sag mal, eine Dienstleistung, nämlich diese Zuverlässigkeitsüberprüfung durchführt, warum sollte es da anders sein, beziehungsweise warum sollten da höhere Mechanismen oder Überprüfungsmechanismen angesetzt werden? Verdammt gute Frage. Ja, es ist halt, also ich glaube, jetzt haben wir Um mich auch natürlich. mal wieder zu Wort zu melden. Ja. Nee, also du kannst natürlich an dieser Stelle nachdenken und wieder sagen, ja, pass mal auf, das ist doch nur das Polizeipräsidium Hamm, aber ich glaube immer, wenn ich den eigenen Laden nicht unter Kontrolle habe und diverse Beispiele zeigen das, und ich will jetzt gar nicht, ich habe letzte Woche dazu sehr, sehr intensiv auch dazu diskutiert, auch online dazu diskutiert, wenn ich dann so sehe, 17 Disziplinarverfahren in Berlin wegen, ich glaube, Rechtsextremismus oder zumindest Anfangsverdacht gegen Rechtsextremismus bei der Landespolizei Berlin eingeleitet im vergangenen Jahr, dann denke ich an das rechte Netzwerk Nordkreuz, wo offensichtlich nicht nur ein SEK-Beamter beteiligt war, der auch mit Munition, der diese Zelle nicht nur mit Munition aus Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch auf noch ungeklärte Art und Weise Polizei- und Munitionsbestände der Polizei Sachsen dann in Mecklenburg-Vorpommern aufgetaucht sind. Wenn ich dann an NSU 2.0 denke, wo hessische Polizeibeamte, ich glaube, das war eine türkischstämmige oder unter anderem eine türkischstämmige Anwältin, erheblich bedrängt hat und auch Polizeiinterner durch Abfragemechanismen bekannt gegeben hat. Wenn ich das alles mir nur mal so in Kontext setze, dann glaube ich schon, und dann soll es heute auch wirklich Ende gewesen sein mit dem Thema Rechtsextremismus und Gefahr von rechts. Aber ich glaube schon, da muss man die Frage stellen, wer überprüft die Überprüfenden und gibt es da nicht Ideen, Mittel und Wege, dort tatsächlich ja neue Mechanismen zu etablieren? Oder muss ich vielleicht auch die Polizei nicht mal selber hinterfragen? Ich finde, das passt ganz gut zu dem. Also, ja, das war unser Fazit, aber ich finde, das passt ganz gut zu der Frage mit, wie kommen die Rechten in unsere Szene, nicht in unsere Szene, in unsere Branche, wo wir auch gesagt hätten, dass offensichtlich die behördlichen Prüfungsmechanismen nicht so
ja nicht ausreichend sind. Und ich finde, das passt hier eigentlich ganz gut dazu. Also das Fazit, dass wir offensichtlich die Mechanismen mal prüfen müssen. Wir eigentlich gute Mechanismen haben, sie aber offensichtlich nicht richtig umgesetzt werden. Und ich finde, das hast du ja, hier in Berlin hattest du den Fall doch, glaube ich, auch. Da haben sie doch mal die Umfrage gemacht, viele Waffen quasi verloren gegangen sind. Ich weiß den Zeitraum leider nicht mehr. Ja, ich weiß, was du meinst. Ne, und da haben sie doch auch irgendwie festgestellt, dass sie sehr, sehr viele Waffen verloren, also oder Waffen als Verlust gemeldet sind und sie sie nach wie vor nicht wiedergefunden haben oder nur teilweise wiedergefunden haben, wo man sich auch die Frage stellt, okay, wer prüft sowas nach und wie kann sowas sein? Und das finde ich irgendwie, weiß nicht, das, wenn ich so, also wenn ich nur deine Frage lese, die du ja hier aufgeschrieben hast, können wir polizeilichen Überprüfungsmechanismen vertrauen? Sind das so die Beispiele, die mir direkt in den Kopf kommen, was jetzt nicht heißt, dass per se Nein, alle das soll auch nicht die Botschaft Polizei, sein. genau, also nicht alle Polizeien sind schlecht, aber es ist halt, ja, weißt du, du kriegst eine Frage gestellt und die ersten drei Sachen, die dir dazu einfallen, sind nicht positiv. Wir wollen nicht so eine traurige Folge jetzt machen. Ist zwar, ich glaube, das Nicht ist schon ein, wieder. nicht schon wieder. Das ist zwar sicher, ist wirklich ein wichtiges und spannendes Thema, aber wenn man ab und zu da mal dran erinnert, dann ist das ganz gut. Aber ich würde jetzt mal tatsächlich überleiten, weil du hast ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Du warst bei Genau, einer habe ich. Veranstaltung, ne? Stimmt, habe ich gar nicht. Oh, ich sehe gerade, dass ich gar nicht alles reingucke. Doch, habe ich. Ja, genau. Ich war tatsächlich letzte Woche Freitag. Ja, Freitag war ich auf einer Veranstaltung. Der Veranstalter hatte zu Beginn der Veranstaltung darum gebeten oder quasi mit den Teilnehmern vereinbart, dass man über das, was man auf der Veranstaltung hört, reden darf. Aber man aus, ich sag mal, aus Nettigkeit, Freundlichkeit, wie auch immer, gegenüber allen Teilnehmern nicht sagt, wo man das quasi gehört hat oder von wem man das gehört hat. Insofern werde ich mich darüber ausschweigen, wo ich das genau her habe. Vielleicht weiß der eine oder andere es, aber also ich möchte ich sag mal, Bitte. dieser Geheimhaltungsklausel, die man da mündlich übertragen hat, möchte ich gerne nachkommen. Durfte eine Veranstaltung besuchen, wo es ja um, ich sag mal, Sicherheitsrisiken ging. Und in dieser Veranstaltung wurden von dem Veranstalter Top 5 Sicherheitsrisiken für 2020 vorgestellt. Und da würde ich ganz gerne mal kurz diskutieren, ob wir unsere Top 5 mit den Top 5 des Veranstalters matchen würden oder ob wir sagen, ja, nee, das sehe ich anders. Kannst du kurz sagen oder mal definieren, über was für Gefahren wir da sprechen? Also so grundsätzlich oder in welchem Kontext? In welchem Kontext ist Okay, vielleicht die richtige Frage? naja, also es ging, also wie genau sie diese Gefahren jetzt festgestellt haben, haben sie halt nicht gesagt, weil es ja auch gewisser Art und Weise stellt das ja ihr Kerngeschäft dar. Aber es geht grundsätzlich immer oder grundsätzlich, sondern es geht halt um Gefahren, denen potenziellen Kunden ausgesetzt sind. Und da wir halt in einer stark globalisierten Welt leben, sind es in der Regel auch globale Bedrohungen oder globale Risiken, die einem gegenüberstehen. Also es geht jetzt nicht nur rein um Deutschland oder, weiß nicht, rein um Singapur oder rein um Asien, sondern es geht wirklich um eine gesamtheitlich globale Betrachtung der Okay. Sicherheitsrisiken. So habe ich das zumindest verstanden. Sollte jetzt jemand zuhören, der auch da war und sich daran erinnert und sagt, nee, das war so aber nicht gemeint, kann er gerne Einspruch erheben. Aber so, das war das, was ich verstanden hatte. Vielleicht kurz zur Präsentationsform oder zu der Präsentation dieser Top 5 kurz gesprochen. Ich möchte da jetzt nicht viel Kritik üben, aber mir sind so ein paar Sachen aufgefallen, beziehungsweise mir sind so ein paar Sachen aufgestoßen, muss ich ehrlich zugeben, weil das, also ich kannte die Firma zwar schon von meinem Chef, weil er mir davon von denen schon mal erzählt hat. Ich habe von denen auch schon mal eine Ausarbeitung in der Hand gehabt, die ich zugegebenermaßen damals, als ich sie das erste Mal gesehen habe, nicht ganz so toll fand, weil ich sie ziemlich einseitig und ziemlich oberflächlich fand. Und jetzt bei dieser Veranstaltung war es halt wieder so, also es war Freitagmorgen, also es galt auch oder man hat es verkaufen wollen als so eine Art, ich sag mal, ja, Business Frühstück oder Business Lunch, Business Brunch,
Die Veranstalter haben ja quasi Catering aufgefahren, was an sich ja nicht verkehrt ist, aber haben sich halt, ich sag mal, ja, wollten diese Veranstaltung quasi in dem Licht dastehen lassen, dass das so eine lockere Atmosphäre sein soll, ne? Man frühstückt, man unterhält sich, man netzwerkt, man unterhält sich über die verschiedenen Themen und vielleicht auch über den Vortrag. An sich finde ich die Idee nicht verkehrt, aber dann irgendwie das Event vom eigenen Hause aus mit, ich weiß gar nicht, da waren, ich glaube, 4 oder 5 Leute waren nur aus dem eigenen Haus da, die quasi die Veranstaltung mit ja, tragen oder mit begleiten sollten. Und das waren wahrscheinlich aus dem eigentlichen Kerngeschäft heraus, zumindest war das mein Eindruck, waren das allesamt Anzugträger. Also wirklich komplett Anzug mit Krawatte, ich sag mal, klingt jetzt ein bisschen arrogant oder ein bisschen hochnäsig, aber top gestylt. Ist natürlich vollkommen in Ordnung, jeder kann das so machen. Sich aber hinzustellen in, ich sag mal, in einem Dress von einem Banker oder von einem Börsianer und sich und dann zu sagen, hey, lockere Atmosphäre und wir machen das hier ganz entspannt bei einem Frühstück. Das hat für mich irgendwie nicht gepasst. Also da hätte man sich vielleicht ein bisschen besser anpassen können, dass das einfach, dass das, was ich sage, mit dem, wie ich auftrete, besser vermittelt wird. Das fand ich, muss ich zugeben, ein bisschen unpassend irgendwie. Kannst du was zum Publikum sagen? Breit gemischt. Okay. Ich kann dir gegenüber so viel verraten, unser gemeinsamer Arbeitgeber war auch vertreten. Okay. aber es war, also es. Ex-Arbeitgeber. Ja, Ex-Arbeitgeber, stimmt. Aber es war wirklich bunt gemischt. Also wir hatten zwei Behörden da, doch, zwei Behörden hatten wir da. Das Robert-Koch-Institut war auch mit vertreten und noch ein paar andere privatwirtschaftliche Unternehmen. Also es war wirklich, hat es wirklich aus verschiedenen Bereichen, auch mit verschiedenen eigentlichen wie sagt man, Fokusse oder Fokussierungen? Mit verschiedenen, ich sag mal, Schwerpunkten. Schwerpunkten. Das habe nicht das Wort, das ich gesucht habe. Mit verschiedenen Schwerpunkten in der eigentlichen Bearbeitung des Themas Sicherheit in seiner kompletten Komplexität. War an sich nicht verkehrt, weil du verschiedene Blickwinkel quasi bekommen hast. Was ich ehrlicherweise auch nicht so gut fand, man hat das oder man wollte das Thema, diese Top 5 Risiken, wollte man mit einer PowerPoint präsentieren. An sich nicht verkehrt, aber wenn ich mir schon die Mühe mache, eine PowerPoint aufzusetzen und ich habe zu jedem Risiko zwei Folien, nämlich die Aufmacherfolie mit Top 1, sicher Risiko X und dann eine zweite Folie, wo irgendein lustiges Zitat draufsteht oder irgendein zusammengewürfelter Satz und mein Vortragender hat dann gefühlt einen Stapel von 300 Seiten vor sich liegen, wo du weißt, die wird da definitiv nicht durcharbeiten und dir den Rest nur erzählt, sodass du überhaupt gar keinen visuellen Input hast. Muss ich ehrlich zugeben, finde ich auch nicht gerade berauschend, weil ich bin ein Mensch, der nicht über Zuhören lernt oder aufnimmt, sondern sehr viel durch Gucken. Da war für mich jetzt in der Hinsicht leider überhaupt nichts geboten. Ich konnte dem Vortrag an einigen Stellen auch sehr, sehr schwer folgen, einfach weil ich ein sehr visueller Mensch bin. Das hätte man definitiv besser machen können, in meinen Augen. Und da muss ich zugeben, von so einem ja, Dienstleister ist es am Ende ja, oder von so einer Firma, wie sie sich ja quasi auch darstellt und mit Sicherheit auch echt gut ist in dem, was sie macht. Da erwarte ich aber eigentlich ein bisschen mehr, muss ich ehrlich zugeben. Dann kommen wir jetzt mal zu den Inhalten. Ja, Moment, Okay, ich habe noch einen ein letzten ganz wichtig, Punkt. okay. Einen letzten Punkt, und zwar der Vortragende. Das war ein Analyst. Sicherheitsanalyst, Bedrohungsanalyst, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war er Analyst. Der schien von dem, was er gemacht hat, oder von dem, was er da tagtäglich macht, auch eine ganze Menge Arbeit, eine Ahnung zu haben. Und ich will ihm das gar nicht absprechen. Aber offensichtlich ist er nicht der Erfahrenste, wenn es um Präsentationen geht, weil er verhaspelte sich an einigen Stellen sehr häufig. Der zitterte wie Espenlaub. Also, wenn die keinen Teppich hätten liegen gehabt hätten, hätten wir dem wahrscheinlich die Knie schlackern gehört. Und ja, also, du hattest den Eindruck, dass er sehr häufig von seiner roten Linie nicht abwich, aber quasi ja, runterfiel oder davon abkam, weil er zwar Fragen beantworten wollte, aber das ihn irgendwie aus dem Konzept brachte oder sowas. Und da muss ich zugeben, für eine professionelle Präsentation, muss ich zugeben, erwarte ich ein bisschen mehr. Also das fand ich ein bisschen
So diese ganzen, diese Präsentationsmittel, die Präsentationsart und auch den eigentlichen, ich sag mal, die eigentliche Aufmachung der Präsentation, das hat für mich nicht so gepasst. Also das fand ich ein bisschen schwach, muss ich zugeben. Von dem Inhalt her war es aber sehr interessant. Also das gleich dazu gesagt. Und zwar, wie gesagt, Top 5 Risiken. Ob dieses Top-Ranking wirklich geht von Top 1 ist das höchste, Top 5 ist das geringste, weiß ich nicht, weil dazu haben sie nichts gesagt, sondern sie haben diese, so wie ich das jetzt hier auch aufgeschrieben habe, wie wir euch das erzählen, haben sie diese Top 5 quasi einfach nur vorgestellt, haben was dazu gesagt, warum das aus ihrer Sicht Top 1, also die Top 5 zu den Top 5 Risiken gehört. Sie haben auch vorne weggeschoben, wenn sie ein Top 10 Ranking machen würden, dass dann wahrscheinlich einige Sachen auch nochmal irgendwie anders auftauchen würden. Kommen wir zum, ja, Top 1. Und zwar sieht diese Firma oder dieser Veranstalter als Top 1 für das Jahr 2020 die US-Präsidentschaftswahlen dieses Jahr als Sicherheitsrisiko. Sie haben das begründet mit mit dem Argument, dass sich ja sehr, sehr viel schon auf auf diese Präsidentschaftswahl fokussiert. Auch mit dem Hinblick darauf, dass es ja durchaus mit Sicherheit Parteien gibt, die darauf hoffen, dass es einen politischen Wandel oder einen politischen Wechsel in den USA geben wird und dass Donald Trump nicht nochmal Präsident wird. Der Mann, ich sag mal, polarisiert, um das mal politisch freundlich auszudrücken. Der hat viele Wege oder viele Sachen auf den Weg gebracht, die. Da kann man sich drüber streiten, gut, schlecht oder mittelgut waren. Auf jeden Fall war man bei der Veranstaltung der Meinung, es sei ein Top-Thema, weil uns das unabhängig davon, ob das jetzt wechseln wird oder nicht, die Politik, die er jetzt in den letzten 4 Jahren gemacht hat, die Welt auf jeden Fall noch ein paar Jahre begleiten wird mit dem Hintergrund, wenn, selbst wenn man einen Regierungswechsel hat, ob nun in den USA oder auch hier in Deutschland oder Österreich und weiß ich wo, wird es mit Sicherheit ähnlich sein, dann ist das ja so, dass nicht die Nachfolgeregierung alles umkehrt, was die vorherige Regierung eingestellt hat, sondern in der Regel ist das ja das, womit man dann erstmal weiterarbeiten muss. Als Beispiel sei da jetzt der Ausstieg aus dem Klimaabkommen genannt. Die USA werden sich mit Sicherheit nicht innerhalb, also sollte es einen Wechsel geben von Republikanern zu Demokraten, dann werden die sich ja mit Sicherheit nicht um 180 Grad drehen und sagen, okay, das Erste, was wir machen, ist wieder in dieses Klimaabkommen eintreten oder auch der Atomdeal, den man mit Iran geschlossen hat, wo es ja, ich sag mal, Streitigkeiten gibt, was ja so ein bisschen ungut läuft. Und deswegen hatten sie halt gesagt, ja, das ist so ein Thema, wo wir sagen, das ist das Top 1 Sicherheitsrisiko, weil man nicht genau weiß, was kommt. Auf der anderen Seite man aber auch nicht genau weiß, ob, wenn es jetzt nur so bleibt, wird es besser, wird es schlimmer, weil es halt sehr, sehr unberechenbar ist. So. Was sagst du? Bist du der Meinung, ist es zutreffend? Möchtest du nicht kurz die 5 vorstellen und dann Nee, gehen wir danach in die. Okay. ich hätte jetzt jedes einzelne ein bisschen genauer ausgeführt, so wie die das meinten und dann. Okay. Also ich glaube, es kommt, also ich habe eine ganz starke Vermutung, ohne es jetzt hier zu nennen, auf welcher Veranstaltung du gewesen warst. Nein. Aus dieser Perspektive des Veranstaltungs, ich weiß nicht, wie man, das ist halt wollen wir ihn globalen Sicherheitsdienstleister nennen, ohne zu sagen, dass es also klassische Security-Leistung ist. Ja, ich glaube, das kann man so nennen. Na, nee, ich würde ihn tatsächlich nicht als Sicherheitsdienstleistung betiteln, weil das hat mir einen zu starken Aspekt Ja. von, da steht ein Wachmann, sondern ich würde ihn eher als Sicherheitsberater Okay, dann betiteln. lass ihn uns so benennen. Aber schon international oder für Ja, internationale das auf Themen. ja, auf jeden Fall. Natürlich muss ich sagen, ist das natürlich eine Frage. Also wenn ich jetzt mitbekommen habe und gesagt habe, okay, Donald Trump hat es geschafft, die Frage ist, ob es sinnvoll ist oder nicht, das sei mal dorthin gestellt. Jetzt mit der Taliban, auch hinsichtlich der Frage, was die überhaupt tatsächlich im Nahen Osten noch für einen Einfluss haben, geschafft, einen Friedensvertrag abzuschließen, dann ist das natürlich schon ein Aspekt, wo ich sage, okay, das fließt in eine internationale Kontextierung auch mit ein. Ja, letztendlich, wenn ich überlege, Obama, den man ja immer so als Friedenspräsidenten gesehen hat, der hat ja am Ende des Tages
mehr Krieg geführt als Donald Trump jetzt gerade eben. Der hat ja jetzt angefangen, Truppen abzuziehen, Truppen zurückzuziehen, sicherlich seinen Fokus zu verlegen. Aber das ist tatsächlich schon ein Einfluss. Ich glaube schon, dass die amerikanische Präsidentschaftswahl einen Einfluss auf das Weltgeschehen hat. Aus der Perspektive würde ich dem zustimmen, wenn ich das jetzt nur mal auf Deutschland betrachte und über alle Themen hinweg, glaube ich kaum, dass das in irgendeiner Art und Weise einen Einfluss darauf hat, dass sich die politische Sicherheitslage in Deutschland verändert. Außer wir kriegen jetzt wirklich einen absoluten Hardliner, der in seiner ersten Amtshandlung anfängt, Krieg zu führen. Aber da würde ich dann auch nicht den amerikanischen Präsidenten oder das zumindest auf seine Herkunft als Amerikaner, als US-Bürger betonen. Das Gleiche kann uns jetzt passieren, wenn Österreich mit dem Kanzler Kunz jetzt plötzlich eine andere Linie anfährt und sagt, naja, wir fangen jetzt mal an, wieder Ungarn zu überfallen, weil das Großösterreichische Reich gefällt uns auch ganz gut. Ich glaube, das liegt weniger am Einfluss, sondern tatsächlich an dem Handeln einzelner Personen. Aber direkt darauf gefragt, um das auf den Nenner zu bringen, global betrachtet hat das sicherlich seinen Einfluss. Ich glaube aber nicht, dass wir hier eine veränderte sicherheitspolitische Lage in Deutschland kommen. Also ja, sehe ich ähnlich. Ich denke mal, dass es einen großen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage von verschiedenen Regionen, nenne ich es jetzt mal, haben wird. Allein wenn du dir jetzt schon diese ganzen Einfuhrzölle und so weiter anguckst, die es ja, also die ja quasi jetzt den, ich sag mal, den Handelskrieg bestimmen, der ja irgendwie stattfindet, in alle Richtungen, da wird es in meinen Augen auch, denke ich, einen großen Impact haben. Ob das in der Sicherheit jetzt wirklich so einen starken Impact hat, weiß ich nicht. Höchstens, wenn er plötzlich wieder freidreht und wirklich nach Nordamerika einmarschieren will, dann könnte es für uns nochmal interessant werden. Oder wenn die Konflikte Richtung Nahe Osten noch stärker verschärft werden. Das letzte war ja, dass wieder, ich glaube, syrischer Flieger von den Russen abgeschossen, nee, oder ein türkisch, nee, da haben doch, wie war das, die Syrer und die Türken haben sich gegenseitig bekriegt oder irgendwie Ja, sowas. ich glaube schon, ja. Ne, so war das doch, also in der Richtung könnte ich mir unter, ich sag mal, unter Sicherheit durchaus noch vorstellen, dass es da ein Problem gibt oder dass das nochmal interessant werden können. Aber sonst sehe ich da eher ein Risiko Richtung Wirtschaft. Und die Wirtschaft hat momentan sowieso ein Problem, allein durch dieses ganze Corona-Gedöns sind die ja alle ziemlich oder stellenweise am Kämpfen. Ich weiß, in Bayern musste jetzt auch eine Firma 14 Tage dicht machen, irgendein Stahlproduzent. In Südkorea hat Hyundai, soweit ich weiß, insgesamt 7 Werke und die mussten, als Corona, ich sag mal, gerade so am Anfang stand, in Anführungszeichen, haben die ihre 7 Werke geschlossen, weil sie aus China die benötigten Kabelbäume nicht bekommen haben. Ich denke, das wird momentan eher so ein Wirtschaftsproblem sein, als dass Trump da Präsident werden kann oder Präsident wird wahrscheinlich oder auch nicht. Aber das ist, wie gesagt, persönliche Meinung. Mit Sicherheit gibt es da den einen oder anderen, der auch sagt, okay, nee, ich sehe da schon ein deutliches Sicherheitsrisiko. Top Erklär uns doch 2. mal, ja genau, erzähl uns doch mal von Top 2. Top 2 finde ich extrem interessant, weil sie als Top 2 den Aktivismus ja, genannt haben. Mit dem Hintergrund, dass ja gerade Aktivismus, ich sag mal so, in der zweiten Jahreshälfte 2019 deutlich stärker geworden ist und gerade durch auch Medien und Social Media wesentlich stärker in den Vordergrund rückt. Allein die ganze Debatte mit Fridays for Future, mit Rebellion Extinction, sehr aktiv sind und die regelmäßig hier in Berlin den Verkehr lahmlegen, weil sie irgendwelche Straßen blockieren, sperren, was auch immer. Und da sind sie der Ansicht, dass sich das in 2020 mit Sicherheit nochmal verstärken wird, dass es mit Sicherheit auch 2021 nochmal stärker wird, weil die möglichen Lösungen dafür geben kann, um diesen Aktivismus quasi vorzubeugen, einfach noch in Kinderschuhen stecken und man das gar nicht so schnell umsetzen kann, dass diese Aktivistengruppen sich dann sagen, okay, alles klar, wir haben unser Ziel erreicht, dann gehen wir mal. Davon abgesehen werden die in vielerlei Hinsicht ja auch ernst genommen von Politikern, von Erwachsenen, wen auch immer. In der Regel geht es ja bei diesen Aktivismusgruppen um, ich sag mal, Jugendliche oder auch Kinder.
Wo ja viele dann auch sagen, was will ein Kind mir erzählen? Die sollen erstmal zur Schule gehen, und sind der Meinung, dass einfach durch die Vernetzung und die heutzutage schnelle, ja, Zusammenstellung einer Demonstration, dass gerade Aktivismus mal ein ganz großes Thema 2020 sein wird. Ich habe mir persönlich in diesem Zusammenhang die Frage gestellt. Ich habe die Frage nicht in den Raum gestellt, weil wir an einigen Stellen so viel diskutiert haben, dass wir sowieso kaum mit dem Programm durchgekommen sind. Habe ich mir aber die Frage gestellt, ist Aktivismus inzwischen eine Art des Aktionismus geworden? Also er hatte das halt so vorgetragen, Aktivismus, ne, wird immer stärker, was ich gerade schon gesagt hatte, um seine Themen irgendwie durchzubringen. Und wir haben ja letztes Jahr, vorletztes Jahr war das, glaube ich, haben wir beide ja sehr viel davon gesprochen, dass es ja jetzt ganz, oder haben wir das selber im Berufsleben festgestellt, aber auch in der Politik, dass ja so Aktionismus total gefragt ist, ne? Also es passiert halt irgendwas und du musst sofort irgendwas machen. Ob das wirklich sinnvoll ist, nachhaltig und wirklich durchdacht und die Ursache bekämpft, darum geht es nicht, sondern es geht nur darum, irgendwem, einer Masse zu zeigen, ich habe etwas getan, also klassischen Aktionismus zu betreiben. Und da ist mir tatsächlich auf, also die Frage gekommen, ist Aktivismus jetzt unabhängig von der Frage, ob der Aktivismus gerechtfertigt ist, ob der gut ist, ob der schlecht ist, ne? Um die Frage geht es nicht. Also es geht nicht darum, ob es gut ist, dass Jugendliche für ihre Zukunft einstehen möchten und sagen, das geht so nicht weiter, wir müssen was dagegen tun im Klimawandel oder was auch immer und auch mit welchen Mitteln. Darum geht es nicht. Also vollkommen wertungsfrei, sondern einfach nur um die Frage, wenn ich heute ein Problem entdecke, ob ich dann sage, okay, hier kommt das Erste, was ich mal mache, ist, ich werde aktiv und fange an, mich in irgendeiner Form, ich sag mal, zu beschweren oder den öffentlichen Verkehr lahmzulegen, um erstmal ein Zeichen zu setzen. Ich muss erstmal vorneweg sagen, ich finde es schön, dass du den positiven Aktivismus in diesen Ausführungen vorangestellt hast, weil man ist ja das, was du ja dann letztendlich mit dem zweiten Teil deines Statements dazu erzählt hast, ist man ja sehr schnell dabei zu sagen, dass man Aktivismus mit etwas Negativem in Verbindung bringt. Da habe ich ja tatsächlich auch an der ersten Stelle nicht unbedingt daran gedacht, dass es wieder mal die Jugendlichen sind, die nicht zur Schule gehen, sondern ich dachte da eher, ich sag mal, im Bereich links, rechts, da hast du sicherlich auch eine gewisse Form des Aktivismus. Ich denke mal da, ich würde schon die identitäre Bewegung der Rechten in dem Bereich des Aktivismus schon zählen, genauso wie aber auch die Bereiche fließen sind, wenn ich sag mal, in Beräumungsprojekten wie in der Liebig, was ist denn das in Berlin, Liebig 94 oder so. Also das besetzte Haus in der Liebigstraße, diverse andere Thematiken, Hambacher Forst oder ähnliches drin ist. Das hat natürlich auch negative Aspekte. Ich finde aber, Kurzer ja. Einwand, vielen Dank für die Blumen. Allerdings muss ich an der Stelle mit ausführen, dass, also ja, ich habe die positiven Aspekte genommen, aber also der größte Teil von dem, was ich wiedergegeben habe, entspricht dem, was auf der Veranstaltung gesagt wurde. Okay. Also kann ich mir das nicht alleine ankreiden, sondern durchaus ist das eine Sache von dem Veranstalter, der das auch so geäußert hat. Dann ist aber die Frage, wo dann sehe ich da ein Risiko nicht, muss ich an dieser Stelle ganz ehrlich sagen, weil natürlich mache ich aufmerksam auf bestimmte Themen, aber wo habe ich denn bitte ein Risiko, wenn vereinzelt, punktuell Straßenzüge besetzt werden, Kreuzungen blockiert werden? Da würde ich gar nicht mal sagen, dass man da auch irgendeine Form von Auswirkung, ich sag mal, in Richtung Business Continuity Management hat, weil plötzlich, weiß ich nicht, Tanklaster nicht mehr Tankstellen bedienen können, weil LKWs mit Nahrungsmitteln nicht mehr an ihr Bestimmungsort kommen. Also dann sehe ich da tatsächlich gar keine Gefahr, sondern ich sehe eigentlich in diesem Punkt eine Erstärkung des demokratischen Gesellschaft, der demokratischen gesellschaftlichen Teilhabe von jung sowie alt. Am Leben und praktisch Verstärkung und Positivierung und öffentliche Darstellung der eigenen Meinung. Also dann sehe ich da null Risiken, wenn das tatsächlich nicht darin betrachtet wird, dass ich sage, dass Aktivismus auch in Form von, ich sag mal, radikalen, extremen Erscheinungsformen existieren kann.
Wo ich Naja, aber tatsächlich der, auch sage, aber auch da der. habe ich Entwicklungen, wo ich tatsächlich vielleicht auch eine Gefahr sehen würde. Naja, gut, aber der Aktivismus oder in irgendeiner Form, ich sag mal, Protest oder sonst irgendwas, muss ja nicht gleich in Richtung Extreme gehen und kann ja trotzdem, ich sag mal, geschäftsschädigend für dich sein. Und damit ist es automatisch ja immer ein Sicherheitsrisiko. Also wenn du mal überlegst, wenn du, ich sag mal, eine Spediteursfirma hast, die im Raum Berlin-Brandenburg unterwegs ist und ich sag mal so Kleinigkeiten, also in Anführungszeichen Kleinigkeiten ausliefert, zum Beispiel für Mediamarkt liefern die irgendwelche Großküchengeräte aus, hier so Herd, Ofen, was auch immer, und die legen dir plötzlich den halben Berliner Verkehr lahm und wir beide wissen, wenn du zwei große Straßen in Berlin dicht machst, dann hast du ein Verkehrschaos, dass du den Tag nicht mehr bewältigt bekommst. Und du kannst deine Lieferung nicht einhalten. Du musst eventuell aufgrund von vertraglichen Fristen dann halt sagen, okay, wir müssen auf Geld verzichten. Dann bist du ganz schnell in einem also nicht nur unbedingt in einem Sicherheitsrisiko, aber auf jeden Fall in einem Risiko drin. Denke mal, so in die Richtung geht Ja, es aber dann, auch. verstehe ich die Perspektive nicht. Wir reden vorhin über die US-Präsidentschaftswahlen in einem internationalen Kontext und dann reden wir plötzlich darüber, was der Aktivismus für Auswirkungen auf lokale Spediteure hat. Ja, das war jetzt ein Beispiel. Nee, Also. aber ich weiß ja, was du meinst. Gut, ich glaube, da kommen, da, das ist auch schwierig zu greifen, weil ich glaube, auch Vor jeder allen wieder von Form von Aktivismus, Aktivismus selber anders Aktivismus, versteht. ne, vor allen die Frage bei Aktivismus stellt sich ja auch immer, wo fängt bei dir die Radikalität an? Also, wenn du dir mal Paris anguckst oder Frankreich anguckst, da ist ja Aktivismus nochmal ein ganz anderes Level als hier in Deutschland. Hier in Deutschland hast du das, in Anführungszeichen, das ist jetzt überspitzt dargestellt, aber. Da stehen ein paar Leute rum, halten ein Schild hoch und rufen ihre Parolen und gehen nach 2 Stunden wieder, nachdem sie vielleicht noch einen hatten, der vorgetragen hat, was er ganz doof findet. Und alle sagen, das war eine geile Aktion, wir sind durch. In Frankreich kannst du es aber auch mal ganz schnell haben, dass sich eine Gruppe ein ausgedientes Feuerwehrfahrzeug leiht, vor die Firmenzentrale von irgendeinem größeren Konzern fährt, mit dem sie ein Problem haben und die Fassade von dem Konzern mit schwarzer Farbe bespritzt. So. Das ist jetzt nur Farbe, klar, keine Frage. Ist jetzt nur Farbe, aber A sieht A scheiße aus, B, deine ganze Fassade ist halt im Arsch und C, was machst denn du, wenn die plötzlich auf die Idee kommen, das nicht auf deine Fassade zu spritzen, sondern in den Eingang rein? Anderes Beispiel war aus Dänemark, glaube ich. Da haben sich Aktivisten mit Sekundenkleber an die Eingangstür von einem Unternehmen geklebt, damit du nicht mehr reingehen kannst. Also quasi wieder eine gewisse Geschäftsschädigung. Die waren auch sehr friedlich. Die sind auch nicht, also haben auch nicht versucht, in den Laden reinzukommen und irgendwie, weiß ich nicht, das Geschäft zu stören, sondern man wollte sich einfach nur mit einem Verantwortlichen unterhalten und darauf hinweisen. Auch gut gelaufen, aber es hätte ja auch anders kommen können. Also was machst du, wenn plötzlich 500 Leute versuchen, in dein Gebäude reinzukommen? Okay, das Ne, ist in Form natürlich von eine andere Aktivismus. Form des Aktivismus und da das auch nochmal in Kontext gesetzt mit sozialen Medien, dann kann das tatsächlich. Und da kannst du jetzt halt wieder, also da könnten wir jetzt diskutieren, okay, wenn ich versuche, mit einer größeren Gruppe irgendwo reinzukommen oder mit Farbe bespritzen, die Fassade bespritzen, ist im Endeffekt nichts anderes als eine Sachbeschädigung, also auch ein Straftatbestand. Da stellt sich jetzt halt die Frage, würdest du das schon als eine gewisse Radikalität bezeichnen oder sagst du, ja gut, das ist halt, kannst du halt wegwischen, ist ja halb so wild, aber ist halt Aktivismus. Ich habe Weißt eine du? Definition von zivilen Ungehorsam und der richtet sich im Wesentlichen dann eher gegen staatliche Einrichtungen, deshalb und weniger gegen private Einrichtungen. Von daher glaube ich schon, ist das eine gewisse Radikalität damit schon verbunden. Aber es ist alles auch nochmal einen Kontext zu suchen. Wenn vorher das Gespräch mit dem Unternehmen gesucht wurde, öffentliche Diskussionen etc., dann wäre das vielleicht noch was anderes, aber schwierig. Ich glaube, über den Punkt 3, den du jetzt sicherlich gleich vortragen wirst, werden wir wenig diskutieren. Ja, weil wir wahrscheinlich am wenigsten Ahnung von dem Punkt haben. Und zwar ging es da um Cyberbedrohungen. Das ist tatsächlich auch der Punkt, einer der Punkte, wo ich der Argumentation und auch der Diskussion so ein bisschen teilweise ausgestiegen bin, was ich vorhin schon hatte. Ich bin ein visueller Mensch und es mir da sehr schwer fiel zu folgen. In erster Linie ging es natürlich um das klassische Ding, Kriegsführung ist heutzutage oder auch Angriffe werden heutzutage nicht mehr damit geführt, dass ich irgendwo. Oder nicht primär irgendwo eine Bombe reinschmeiße oder
weiß ich nicht, meine Armee ausrücken lasse, sondern viele Bedrohungen, denen wir heutzutage ausgesetzt werden, kommen halt über unser Smartphone oder über, ich sag mal, das World Wide Web, über Datenleitung 4.0. Und haben das halt dahingehend ausgeführt, dass man ja immer wieder von angeheuerten Firmen, angeheuerten Hackern oder auch von Ländern und Regierungen hört, die versuchen, bestimmte Bereiche in irgendeiner Form zu unterwandern, Informationen abzuschöpfen, was auch immer. Das hört man immer wieder mal. Natürlich ist das nicht im großen Fokus der Medien, sondern da stehen andere Sachen. Aber man kriegt es ja immer wieder mit. Bestes Beispiel ist, denke ich mal, immer noch die Frage, hat Russland die Präsidentschaftswahlen in Amerika 2016? Ja, 2016 manipuliert oder nicht. Da gibt es zwar diesen Ermittlungsbericht, aber jeder hat ja am Ende doch seine eigene Meinung. Das war so ein Punkt. Ein anderer Punkt ist halt, dass es gerade mit verschiedenen Viren, einer dieser Viren oder Trojaner-Viren ist Emotep heißt der, glaube ich, ist ein Virus, der sich relativ schnell über einen Link quasi im System ja einnistet, weiterverbreitet, sich selbst an verschiedene Stellen ja ausbreitet, kopiert, schickt, wie auch immer, um sicherzustellen, dass man ihn nicht so schnell findet und anfängt mir komplett alle meine Daten zu verschlüsseln. Der Coup an dieser Sache ist, zumindest bei diesem einen Virus, dass das relativ schnell geht. Dass man aber nur, weil man dann den vermeintlichen Angreifer dafür bezahlt, dass der Angriff gestoppt werden soll, das nicht bedeutet, dass ich meine Daten wiederbekomme. In der Regel ist es nämlich bei solchen Sachen der Fall oder bei diesen Viren der Fall, dass das losgeschickt wird, nicht unbedingt mal, wenn man Hauptziel ist, sondern vielleicht, wenn man über einen an das eigentliche Ziel rankommt. Und es dann meistens in die Richtung geht, dass die Hacker einem sagen, cool, jetzt habe ich mein Geld bekommen, na dann helfe ich euch auch, dass wir die Verschlüsselung irgendwie aufgelöst bekommen, aber es gibt keine Lösung dafür. Also wenn man Pech hat, bezahlt man Geld dafür, dass man am Ende, weiß nicht, 20% seiner eigentlichen Daten erst wiederbekommt. Das ist gerade heutzutage in meinen Augen, obwohl man meinen sollte, dass das anders ist, immer noch sehr, sehr einfach, dass man Opfer von solchen Angriffen wird. Und es ist in der Regel immer sehr, sehr schwer darauf, ja, sich vorzubereiten. Ich finde gerade so Cyberangriffe, auch mit Viren, Trojanern, wie auch immer, mit Schadsoftware, ist immer noch so ein Bereich, wo man unglaublich reaktionär ist und nicht aktionär. Worauf Sie noch hingewiesen haben, ist, was auch jetzt in den nächsten Jahren, denke ich, nochmal stark im Fokus liegt, und da gebe ich Ihnen recht, ist die Sichern oder das Sichern von Industrieanlagen. Viele Industrieanlagen werden durch ja immer mehr computergestützte Systeme überwacht, gefahren, kontrolliert, bedient, wie auch immer. Und ich war 2013 auch auf einer anderen Veranstaltung vom Land Sachsen war das. Da ging es auch unter anderem genau um diese Thematik und da war ein Na, Hacker war es nicht, aber da war eine Firma zugegen, die mal erklären wollte oder mal zeigen wollte, was mit relativ wenig Aufwand heutzutage sehr einfach möglich ist. Der hat in dem Raum saßen, weiß ich nicht, 50 Leute und hat nur über die Signale, die die Handys oder die Smartphones ständig absenden, nämlich durch quasi ihren ganz normalen Funk, hat er es geschafft, die Telefonnummern rauszubekommen und hat zwei Leuten im Raum SMS geschickt. Hat dann soweit sogar funktioniert, dass diese SMS personalisiert waren, also die passten zu den Vornamen ihrer Besitzer und baute dann quasi an dem Beispiel auf, dass die eine heimliche Affäre haben. Schaffte es dann sogar oder stellte dann auch vor, dass viele Geräte relativ leicht anzugreifen sind, weil sie zum Beispiel die ganze Zeit das WLAN aktiviert haben. Und er sagte selber, das sei eine super Eingangstür, um quasi einfach einzudringen, sich einzunisten und dann Daten abzugreifen. Er warnte auch davor, dass viele glauben, dass die Systeme, gerade die Industriesysteme, heute noch quasi gar nicht also überhaupt nicht im Fokus liegen können, aber er sagte, das sei Quatsch. Also es sei heutzutage schon gar kein Problem, über relativ einfache Mittel, so eine Ventilsteuerung als Beispiel, zu hacken und eine andere Programmierung vorzugeben, sodass es da durchaus zu einem katastrophalen Unfall kommen kann.
Und genau diese Industriesicherheit ist hier mit Top 3 Cyberbedrohungen in erster Linie gemeint. Natürlich neben Kriegsführung, Angriffen, in welcher Form auch immer, Verschlüsselung gar nicht ausgelassen. Aber so in erster Linie war hier wirklich diese Industriesicherheit oder die Anlagensicherheit in Industriekomplexen gemeint. Habe ich wieder so viel geredet. Ich habe dir aber fleißig zugehört. Ja, da ist eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wenn ich schaue, was wir in Deutschland für Diskussionen haben über Digitalisierung, Digitalpakt etc., dann muss man auch ganz einfach feststellen, dass wir dort einfach das 21. Jahrhundert verschlafen haben. Das fängt an im Bereich des Mobilfunks. Wir können, glaube ich, relativ froh sein in vielen Bereichen, dass wir eben noch nicht in der Industrie 4.0 tatsächlich unterwegs sind, wo ich 5G-Netze habe, wo ich Hightech-Anlagen habe, die permanent die Rechenleistung über Mobilfunknetze abrufen und dadurch optimierte Prozesse haben, sondern dass wir, ich sag mal, viel klassisches Handwerk noch in Deutschland haben. Sicherlich ist so ein Kernkraftwerk auch irgendwo ans Netz angeschlossen und unterliegt auch einer bestimmten Gefahr, aber das weiß ich nicht. Wir reden jetzt über 5G, während wir gleichzeitig, ich glaube, in Deutschland nicht wirklich eine Idee dafür haben oder davon haben, was Cyberbedrohung eigentlich bedeutet. Also von daher ist das ein Thema, was uns seit, oh Gott, seit ich eigentlich in der Branche bin, seit über 10 Jahren jetzt mich permanent begleitet, wo ich aber tatsächlich im Ergebnis noch keine einzige Lösung gehört habe. Deshalb meine persönliche Meinung, hätte ich das tatsächlich weiter oben gesehen, weil es dann auch tatsächlich stärkere Auswirkungen hat. Aber als Bedrohungs unter den Top 5 gehe ich absolut mit. Also sehe ich ähnlich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Top 1 das stärkste oder das schwerwiegendste Sicherheitsrisiko ist, würde ich dir zustimmen, dass die Präsidentschaftswahlen da auch nicht hingehören in meinen Augen. Und ich würde sogar fast so weit gehen, dass das ein Stechen wird zwischen Cyberbedrohung und Aktivismus. Wobei ich, naja, wohl, wenn ich so darüber nachdenke, ich glaube, Aktivismus würde ich auch mal ein Stück weiter unten zählen, aber ich denke mal, Cyberbedrohung würde für mich, glaube ich, fast an Top 1 gehen, allein wegen dieser ganzen Digitalisierungsgeschichte, dass du immer mehr quasi genau in diesen Bereich schieben willst. Alles soll irgendwie digital laufen, am besten von zu Hause, dass du dich nicht mehr rausbewegen sollst. Was machst du aber, wenn genau dieses System angegriffen wird? Genau. Du machst es halt potenziellen Angreifern wesentlich einfacher, viel Schaden anzurichten, weil sie nur noch einen Eingangspunkt finden müssen und von da aus überall rankommen und alles kaputt machen können. Und vor Von allem, was daher. da, was da auch dazu noch kommt aus meiner Sicht, ist ja, dass wir Deutschen ja wirklich die Angst haben, abgehängt zu sein. Und wenn wir Deutschen unter der Angst leiden, irgendwas nicht zu können und uns andere einholen, dann fangen wir an bestimmten Sachen nicht mehr zu überlegen. Ich glaube, das merkt man auch ganz gut mit dem Ausbau jetzt 5G-Netze etc. Das heißt, wir bringen jetzt Sachen ins Netz und machen uns danach überhaupt Gedanken über Cybersecurity. Hat auch damit sicherlich zu tun, wenn ich, aber das würde wahrscheinlich den Bogen viel zu weit spannen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist Huawei jetzt ein Beteiligter, der im 5G-Netzausbau teilnimmt oder nicht und steckt dahinter die chinesische Regierung, ja oder nein? Wir haben erst die Schuhe angezogen, bevor wir die Hose angezogen haben und wollen jetzt erstmal alles digitalisieren und ausbauen und werden dann feststellen, mit dem Fortschritt entstehen neue Bedrohungen, auf die wir noch nicht tatsächlich aus meiner Sicht vorbereitet sind. Das kann man anders sehen. Aus meiner Sicht glaube ich, sind wir in Deutschland wenig aufgeklärt, wenig aware und auch wenig vorbereitet. Ja, na, was ich so witzig daran finde, ist, dass sich der Geheimdienst der USA ja schon mehrfach gemeldet hat, von wegen, sie hätten Nachweise dafür, dass Huawei quasi Spionage betreiben würde. Lustigerweise, dass genau der Geheimdienst ist, der uns auch sagen wollte, dass es Massenvernichtungswaffen im Irak gibt, die wir bis heute nicht gefunden haben. Aber das ist halt wieder diese Sache, ne? Jeder erzählt dir irgendwas anderes, so wie es für ihn am besten ist, in Anführungszeichen. Ja, von daher bleibt dir nichts anderes übrig. Du wirst sowieso von allen und jedem überwacht. In Deutschland laufen, weiß ich, wie viele Leute mit einem Huawei-Gerät rum. Also, ob die jetzt in der 5G-Technik das noch mit einbauen oder ob du das nur über das eigene Handy machen, nur abgehorcht wirst.
Halte ich jetzt mal für das kleinere Problem, in Anführungszeichen. Mit Sicherheit gibt es da nochmal Unterschiede, aber naja. Top 4. Top 4 war ein Punkt, wo ich zugeben muss, dass ich da nicht ganz so mitgehe. War, geht es darum, Konjunktursorgen in Zeiten politischer Anfälligkeiten. Auch so ein Punkt, wo ich zugegebenermaßen nicht gut zugehört habe. Die Zeit schritt voran, ich war Das ist sehr schön, dass du müde. uns jetzt darüber erzählst. Ja, ich war sehr müde, weil ich Weil du Schlafprobleme vorher hatte. durchgesoffen hast. Genau, ich mache ich ja öfter mal. Und da ging es unter anderem darum, dass gerade politisch, oder ja, was heißt politisch, aber dass heutzutage Wirtschaften, ich meine jetzt mal die verschiedenen Länder, heutzutage ja wesentlich anfälliger sind, also sowohl die Wirtschaften als auch die politischen Lagen. Ne, im Endeffekt, du erlaubst du heutzutage einen Fehltritt oder einmal hast du dein Ziel nicht erreicht, dann wirst du politisch. Halt ich persönlich für Quatsch, ob das so sein muss, sei jetzt mal dahingestellt. Aber wir erleben das ja zum Beispiel bei der SPD. Irgendeiner schafft es nicht, Kanzlerkandidat zu werden oder die SPD, weiß ich nicht, mit 25% in den Bundestag oder in irgendeinen Landtag zu wählen, sondern nur mit 13. Schon nimmt er seinen Hut und es muss ein neuer gewählt werden. Ob das jetzt die richtige Art und Weise ist, dass wir alle 3 Tage Führer einer Partei oder sonst was absetzen, ist jetzt mal ist eine andere Frage. Halte ich aber definitiv für problematisch. Und daher kommt natürlich dann auch so eine politische Anfälligkeit. Heutzutage ist quasi jeder irgendwie überall anfällig. So eine richtige, ich sag mal, politische Stabilität ist ja so in der Hinsicht nicht mehr. Wenn du dir mal Trump anguckst, der haut heute irgendeinen Tweet raus, morgen erzählt er irgendwas anderes und die halbe Welt dreht sich um ihn. Versucht jetzt rauszufinden, was ist jetzt Phase, wie läuft es jetzt wirklich ab und kannst du dich damit arrangieren oder kannst du es nicht? Macht Vor allem, das halt worauf kannst du relativ dich denn schwer. verlassen, ne? Also, das Ja, ist ja auch genau. eine gewisse Vertrauensfrage. Und das ist ja auch die Sache, wo es ja dann mit deiner Konjunktur losgeht, weil die Wirtschaft versucht sich natürlich auch irgendwie so ein bisschen darauf einzugrooven. Gerade jetzt hier zum Beispiel, also bestes Beispiel ist ja hier Handelsstreit zwischen China und Amerika. Amerika sagt so, ey, das geht so nicht. Unsere Wirtschaft liegt quasi brach. Deswegen gibt es jetzt Einfuhrzölle. Also auf der einen Seite freut sich die Wirtschaft vielleicht. Auf der anderen Seite die gleiche Wirtschaft sagt aber, das ist auch schlecht, weil ich kaufe von da ein. Die chinesische Wirtschaft sagt sich, naja, eigentlich macht uns das nichts aus, aber geil finden wir es auch nicht. Woraufhin die chinesische Regierung kommt und sagt, gut, dann gibt es jetzt auch Einfuhrzölle auf die amerikanischen Produkte und plötzlich schreiben halt irgendwie alle Volkswirtschaften in der ganzen Welt auf, weil sie sagen, ey Leute, das ist eine ziemlich doofe Taktik, die ihr da gerade fahrt. Insofern bist du da ja sehr, oder ist durch die Globalisierung gerade, sind ja viele Wirtschaften oder viele Volkswirtschaften oder viele Länder sehr, sehr anfällig geworden, was man auch am Coronavirus ja sieht, was ich schon eingangs erwähnte, Wollte gerade ne? sagen, das wäre jetzt In mein Beispiel, wenn du mich gefragt hättest, wenn genau, ich. genau, naja, wenn du in China, ne, in China steht momentan alles still, heutzutage wird nahezu alles in China produziert, was wir in den Fingern haben, überall steht Made in China, Taiwan, oder ich sag mal global gesehen, Made in Asia steht ja drauf. Ja. Und sobald du da halt irgendwie ein Problem hast, steht's halt plötzlich überall, weil du nämlich deine ganzen Zulieferprodukte nicht mehr bekommst. Ja. Vor In allem, dem wenn du jetzt, wenn wir nochmal kurz an der Börse sind, um das einfach nochmal mit Fakten vielleicht auch zu unterlegen, wir haben mit dem Coronavirus den schnellsten Börseneinbruch seit fast 100 Jahren. Es ist, die Börse ist so eingestürzt, so heftig war es seit den düsteren Tagen der großen Repression nicht mehr. Und wenn du dir mal den DAX anguckst, der ist heftigst gesunken am Wochenende oder vorm Wochenende, am 28. Februar auf ein, ich will jetzt nicht sagen Rekordtief, aber. Wir sind so ungefähr beim Wert von August 2019 beim permanent ansteigenden DAX. Also das ist schon heftig und das beschreibt eigentlich auch die Verknüpfung und die Verbindung letztendlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Auch vor dem Hintergrund, ich habe jetzt letztens wieder einen Artikel gelesen oder nur kurz reingelesen, wo es, also man prangert ja immer nach wie vor an, dass China wohl immer noch keine vollumfänglichen Informationen zum Coronavirus teilt und wie stark der jetzt die Bevölkerung bei denen getroffen hat, etc. Und in China geht es wohl, wie gesagt, ist aus einem Artikel, geht es jetzt wohl sogar so weit, dass man mit Werbung und etc.
schon wieder versucht, eine gewisse Normalität einkehren zu lassen und die Leute versucht zu ermuntern, wieder zur Arbeit zu gehen, weil es genau dieses Problem gibt. Also China ist zwar eine riesige Wirtschaftsmacht in gewisser Art und Weise, weil sie viel produzieren. Aber genau dieser Coronavirus, wo du irgendwie anfängst, ganze Dörfer abzusperren, zeigt halt, wie anfällig du auch bist. Weil sobald deine Mitarbeiter nicht mehr da sind, auch wenn sie für ein großes zusammenarbeiten und quasi reihum, ich sag mal, tot umfallen an deiner Maschine und du kannst sie gegen den nächsten ersetzen, ist dir nichts damit geholfen, wenn du nichts produzierst oder nichts verkaufst. Dann steht deine Wirtschaft still und du hast ein viel größeres Problem damit, als wenn, weiß ich nicht, dir irgendjemand sagt, so, es gibt neue Einfuhrzölle. Finde ich genau das, was man anhand dieses Ja. Viruses gerade momentan sehr stark merkt, und zwar auch überall. Also sowohl bei China als auch Deutschland und wie sie alle heißen. Denke mal, das ist eins der größten Probleme. Und Absolut. dann das Top 5, da ja, würde ich schon mitgehen. Top 5 war dann politische Anführer ohne strategische Vision. Sie haben das dann so ein bisschen dargestellt als, naja, Politiker heutzutage wissen eigentlich gar nicht mehr, was in der Welt passiert. Also die sind so abgekapselt, dass sie gar nicht mitbekommen. Beispiel dafür ist ja Jens Spahn, der unser Bundeswirtschaftsminister, Quatsch, Gesundheitsminister. Der ja in einer Aussage, wobei das auch schon wieder mehrfach annulliert wurde, aber groß durch die Presse ging, von wegen, wenn jede Pflegekraft in Deutschland einfach mal 3, 4 Stunden mehr in der Woche arbeiten würde, dann wäre schon eine ganze Menge geholfen und wir hätten kein so großes Problem in der Pflege. Na, da sagt sich halt jeder arbeitende Mensch, der eine 40-Stunden-Woche hat, naja, klar, also mach du den Job mal und dann kannst du dir überlegen, ob du nochmal 3, 4 Stunden freiwillig dazu arbeiten willst. Wo man halt sagt, okay, der ist ja ganz weit weg. Ich denke mal, die Umfrageprognosen und die letzten Wahlergebnisse von der SPD und der CDU, die in der Regel ja alle immer schlechter werden, also immer weniger Anteile haben, zeigt auch, dass die irgendwas nicht richtig machen, aber es irgendwie nicht hinbekommen zu verstehen, was sie da falsch machen. Und das ist so ein bisschen in der Hinsicht gemeint, dass große alte eingesessene Parteien oder konservative Parteien, Altparteien, wie auch immer, immer mehr politische Führung verlieren. Aus welchen Gründen auch immer, ob das jetzt aufgrund ihres Programms ist oder weil sie sich falsch aufstellen oder weil sie einfach nicht verstehen, was der Wähler haben will. Aber dass das mit ein großes Risiko für 2020 sein kann, wir hatten Ich das ja, würde ja. es umschreiben. Also ich würde nicht mehr sagen, die Politiker verstehen die heutige Welt nicht. Ich glaube, die Politiker verstehen zu gut die heutige Welt, haben aber keine strategische Vision. Ich Na, möchte mal. da würde ich dir nicht zustimmen. Also Also lass mich ganz kurz keine begründen. strategische Vision schon, aber ich würde nicht sagen, dass sie die Welt zu gut verstehen. Weil ich glaube, da Lass es sind mich zumindest in mal. Deutschland die Politiker weit von entfernt. Lass es mich mal begründen, warum ich zu dieser Aussage komme. Wenn ich stelle jetzt mal die These auf. Wir hatten letztes Jahr in Frankfurt am Main ein Ereignis gehabt, was ja durch seine Brutalität, aber gleichzeitig auch durch seine Einzigartigkeit aufgefallen ist und die Welt in Schockstarre gebracht hat. Ich glaube, wir haben darüber auch diskutiert mit der gleichen Argumentation. Ja, das ist ein Einzelereignis gewesen, wovon wir, glaube ich, die Wochen davor drei vergleichbare Ereignisse gehabt haben, wo Personen einfach andere Menschen vor einen Zug gestoßen haben und das mal mehr oder mal weniger glimpflich ausgegangen ist. So, jetzt hat man in Frankfurt plötzlich angefangen, dort Aktionismus zu treiben. Also ich glaube, unsere heutige Politik ist von Aktionismus betrieben, weil man zu gut versteht, was aus meiner Sicht zu gut versteht, was die politischen Mechanismen sind, die sich daraus etablieren. Hätte Seehofer aus meiner Sicht aus Frankfurt heraus nichts anderes gemacht, als zu sagen, Leute, jetzt rechnet doch mal hoch, geht doch mal mit dem gesunden Menschenverstand rein und sagt, ja, diese Tat ist tragisch und es ist sehr tragisch, dass es ein Kind diesmal erwischt hat, aber bei über 1 Million Fahrgäste pro Tag, wenn es davon einen erwischt, dann sind wir sowas in einem Nachkomma-Nullenstellenbereich. Das sollte für die Bewertung einer Sicherheitslage keine Relevanz haben. So. Warum hat er das nicht gesagt? Weil er genau wusste, dass im Umkehrschluss dieses Ereignis sowas von politisch instrumentalisiert würde, dass ihm, und das ist meine These, die Wähler weggelaufen wären. Also wenn ein Horst Seehofer rational in dieser Situation ohne Aktionismus reagiert hätte, dann
hätte er erhebliche Kritik bekommen und hätte wahrscheinlich aus diversen anderen Lager, weil das ein klassisches innenpolitisches Thema ist, mit einer entsprechenden klassischen Relevanz auch für, ich sag mal, wir können ja die Partei mal nennen, wie die AfD oder ähnlichem, dass sich dort tatsächlich Lager gebildet hätten und dass vielleicht der noch mit dem letzten Zipfel an der CSU oder CDU oder Union im Allgemeinen gehangen hätte, dann das Lager gewechselt hat. Und von daher glaube ich schon, dass man bestimmte Mechanismen besser versteht, als man es früher versteht hat. Was aber leider das Problem ist, dass man keine strategische Vision hat in diesem Zusammenhang und sagen wir, wie will ich denn eigentlich meine ureigensten Interessen, Parteiziele oder Werte letztendlich durchsetzen, umsetzen und den Bürger vermitteln. Und dadurch kommt durch diesen Aktionismus, durch dieses bisschen Fähnchen im Wind heute hier so, morgen so und immer danach ausgerichtet, was wäre denn die schlimmstmöglichste Konsequenz, die daraus für mich oder für meine Partei entstehen könnte, diese mangelnde, ich sag mal, auch Zuverlässigkeit zusammen. Und deshalb glaube ich schon, dass man bestimmte und das als Begründung bestimmte Mechanismen heutzutage besser verstehen kann. Vielleicht ist es nur auf Deutschland bezogen, aber dass das alles in einem Kontext steht einer strategischen Vision, wie stelle ich mir die gesellschaftliche Entwicklung ohne blinden Aktionismus vor? Ich weiß jetzt nicht, ob der Vergleich mit Horst Seehofer, der sich hinstellt und sagt, ey, ganz ehrlich, Kinder, kommt also ein Kind vor den Zug gestoßen bei 1 Million Fahrgäste, das ist ja ein Klacks. Ich finde, der Vergleich hinkt ein bisschen einfach, weil es da weniger um darum geht, ob das rational ist, sondern eher um eine moralische Frage. Aber dann ist die Frage, warum hat man es bei den drei Ereignissen davor nicht gemacht? Es kein Kind war. Und somit, ja, aber retten wir jetzt damit Kinder, dass wir an Verkehrsstationen mehr Polizeibeamte übrigens, es fragt ja keiner nach, wie lange diese Maßnahmen halten. Also wenn es jetzt wieder heißt, wir müssen die Grenzkontrollen verstärken und auch Grenzkontrollen verstärken durch eine Anweisung des Innenministeriums hinsichtlich grenzüberschreitender Verkehre oder Einreisen aus Corona-gefährdeten Gebieten, hinterfragt ja keiner, ob auf den Verkehrsstationen die im, ich glaube, September, August, September versprochenen zusätzlichen Polizeibeamten zum Einsatz kommen oder ob die Bundespolizeibeamten jetzt nicht vielleicht tatsächlich in einer anderen Verwendung plötzlich stehen, weil dieses Thema jetzt gerade gar keine Relevanz und keine Rolle mehr spielt. Ja, ich glaube, also das ist ein hochbrisantes Thema, aber es ist halt, ich weiß, es ist halt auf der rationalen Ebene bin ich voll bei dir, sagst so, was ist ein Toter bei 1 Milliarde oder 1 Million Fahrgästen pro Tag? Bin ich vollkommen bei dir, aus einer rationalen Sicht, aber das ist dieser, ich weiß nicht, du kennst doch bestimmt hier iRobot mit Will Ja. Smith. Und da geht es ja auch darum, dass diese Roboter diese drei Gesetze befolgen, nach denen sie quasi immer handeln müssen. Tue keinem Menschen was, weiß ich nicht, wenn irgendeiner deiner Befehle dagegen verstößt, gegen Gesetz einverstößt, darfst du ihn nicht durchführen, etc. Und da geht es ja auch darum, dass er gerettet wurde, weil er die höhere Überlebenschance hatte in seinem Unfall. Und das kleine Mädchen, das mit in den Unfall verwickelt war, quasi gestorben ist, weil ihre Überlebenschancen geringer waren. Und er ist ja so sehr gegen die Roboter, weil er sagt, ja, es mag sein, dass sie die geringe Lebenschance hatte, aber sie hatte noch viel mehr von ihrem Leben vor sich. Ich glaube, in der Gesellschaft geht es auch um so ein bisschen in die Richtung. Wenn da ein Erwachsener stirbt, ist das immer noch tragisch und immer noch schlimm, aber es ist wesentlich schlimmer, wenn ein Kind stirbt. Das ist ja genauso wie mit dem kleinen Jungen, der am Strand angespült wurde von den Flüchtlingen. Da ging ja auch erst also erst mit einem toten Kind ging das ja durch die Zeitung und durch die Welt, dass die ganzen Flüchtlinge da sterben. Wenn da, ich sag mal, drei Erwachsene sterben, dann ist es halt halb so wild. Passiert halt. Aber ich glaube, gerade bei Kindern ist man dann nochmal ein bisschen sensibilisierter, auch mit dem Hintergrund von wegen, ey, die Kinder in der Regel können die nichts dafür, weil das sind noch, ne, also die sind unschuldig, die werden von ihren Eltern quasi, ich sag mal, behütet, in Anführungszeichen. Und die haben halt noch eine gewisse Lebensspanne vor sich. Bei einem Erwachsenen sagt man sich, okay, ey, komm, der hat aber ein bisschen was von seinem Leben gehabt, aber was beim Kind kann man das ja schlecht sagen. Und ich glaube, das ist so die Diskussion, wo es dann darum geht, wo man dann sagt, so, okay, was ist schlimmer? Erwachsener stirbt, Kind stirbt, wo man dann diese Diskussion einfach aufmacht, glaube Möchtest ich. du noch Also, ein Fazit ziehen?
Mein Fazit, ja, vielen Netzwerken konnte ich auf der Veranstaltung leider nicht, weil sich das in erster Linie um diese Präsentation, ja, drehte. Es war aber ganz interessant, auch mal so aus anderen Bereichen zu hören, was man dazu sagt und was andere so auf dem Schirm haben. Ich gehe mit allen Top 5 definitiv, zumindest in den Top 5 nicht mit. Ich könnte jetzt keine Alternativen nennen, weil da müsste man sich mal 3 Tage länger mit beschäftigen, gerade für eine globale Übersicht. Aber so grundsätzlich finde ich es nicht verkehrt, einfach mal so als, ich sag mal, ja, Diskussionsgrundlage. Mit Sicherheit, wie gesagt, kann man da Veränderungen dran vornehmen. Ich hatte es jetzt bei dir so rausgehört, dass es bei dir auch so ist, dass du das eine oder andere austauschen bzw. anders ranken würdest. Aber so grundsätzlich, um mal so einen Eindruck zu bekommen, wo es hingehen kann mit der entsprechenden Argumentierung, denke ich, war die Veranstaltung so an sich nicht verkehrt. Ich kann mir durchaus vorstellen, sie nochmal zu besuchen, mal gucken, was sie dann vorstellen und ob man das Netzwerken dann nicht noch ein bisschen wird, wie man so schön. Ja, kann ich dir eigentlich nur recht geben. Ich glaube, das muss man immer natürlich, der Blickwinkel spielt da eine Rolle. Ja, auf jeden Aber Fall. global würde ich sagen, ja, ich glaube, Deutschland, wenn man das runterbrechen würde, auf eine, wenn wir es jetzt pyramidenförmig ansehen würden, dann hätten wir für Deutschland ja ganz andere Risiken, die sich sicherlich daraus ableiten und daraus wieder abgeleitet für Bundesländer, für Kommunen etc. Aber so grundsätzlich glaube ich, kann man mit den Themen gehen und die sind ja auch so allgemein in Teilen formuliert, dass sie auch anwendbar bleiben, außer vielleicht die US-Präsidentschaftswahlen. Ich glaube, da haben wir ganz andere Themen. Aber gut, dann ist das erstmal so. Und ich will mir jetzt auch nicht anmaßen zu sagen, ich habe hier einen komplett globalen Überblick darüber, welche Auswirkungen die Präsidentschaftswahlen auf Pakistan oder auf den Iran oder Irak haben. Für Deutschland würde ich sagen, sieht ein bisschen anders aus, aber per se würde ich erstmal so grundsätzlich wahrscheinlich da auch mitgehen. Okay, das klingt ja. Das klingt super. Ich weiß, wir sind, und du hast das, wenn wir die Zeit überschreiten, aber ich habe tatsächlich wirklich noch ein Thema noch, was ich gerne heute mit dir besprechen würde. Und ich glaube, da sollten wir uns auch noch ein paar Minuten Zeit nehmen, weil das momentan das, ich sag mal, Aufregerthema, das Reizthema überhaupt in der Ist das Branche ist. das Thema, was du unter Mainz geschrieben hast? Genau, das so als zweites Dann Hauptthema. lass mich einen Vorschlag machen, einfach mit dem Hintergrund, dass wir sonst hart überziehen werden. Ich wusste, da kommt ein Trag Vorschlag. doch jetzt nochmal kurz die finanzielle Idee vor, also in kurzer Form, und dann lass uns das Thema, was du jetzt dastehen hast, gerne schon nennen und aber nächstes Mal zum Hauptthema machen und uns dafür extra viel Zeit nehmen. Weil das jetzt hier schnell abzuhandeln und möglichst unter 2 Stunden zu bleiben, halte ich für fehl am Platz, wenn du sagst, das ist das Thema, worüber diskutiert wird. Und dann lass uns jetzt lieber, weiß ich nicht, 4, 5 Minuten nochmal nutzen, leicht überziehen. Wir machen die Finanzierung und nächstes Mal nutzen wir wirklich, ich sag mal, eine Stunde und achten darauf, um das Thema vernünftig angucken zu können. Weil so wird das jetzt sonst total wird nicht ganz. Ja, irgendwo gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es in 2 Wochen noch jemanden interessiert. Na, Dann versuche ich es mal. dann Nein, lass nein, uns das verlass es doch. mich mal. Dann lass mich so machen. Nee, lass Dann. uns doch. Ich mache dir noch einen anderen Vorschlag. Dann lass uns das so machen. Wir sehen uns doch nächste Woche Dienstag sowieso und haben den ganzen Tag Zeit. Dann lass uns doch das Thema nach Möglichkeit in einem Face-to-Face-Aufnahme quasi nochmal als Sonderpodcast machen. Hatte ich eigentlich eine andere Idee, dass wir nächste Woche dann über die Schweizer Sicherheitsbranche sprechen? Aber ja, warum nicht um Genfer See herumlaufen und darüber diskutieren, Ich meine, bedeutet günstigst. genau, die auffallende Sicherheit in der Schweiz oder in Genf können wir dann ja immer noch mit einfließen lassen, Wenn wir aber das, wenn dann der Autosalon tatsächlich irgendwann mal stattfindet. ich denke nicht, dass die werden dieses Jahr nicht mehr nachholen. Das Event ist zu groß und zu stark aufgebaut, als dass sie das jetzt noch nachholen würden. Die werden das jetzt abbauen, was schon aufgebaut ist, und dann hat sich das für 2020 gegessen. Okay, Das ist meine dann. Vermutung. Ja, ich bin ja voll bei dir. Ich hatte nur schon einen wunderschönen Titel für diese Folge gehabt. Da muss ich mir was anders einfallen lassen. Aber die Idee finde ich gar nicht so schlecht. Das Aufnahmeequipment habe ich dabei.
Ja, dann lass uns nächste Woche darüber sprechen. Dann machen wir nächste Woche eine Sonderfolge zum Thema bedeutet günstigster Preis gleich geringe Qualität. Das ist ja das. Und dann lass es mich ganz kurz so ein bisschen einleiten, zumindest für nächste Woche. Ach, um die Frage geht's noch. Das hätten wir schnell geklärt. Ja, danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Nein, ich führe Dann mich ernst. würden wir so pauschal reagieren wie die ganzen Proleten in anderen Podcasts. Nein, nicht Podcasts, sondern in irgendwelchen 20-minütigen Find's Videobeiträgen oder auch sonst gut, irgendwas. dass du potenzielle Konkurrenten schon als Proleten Das habe ich darstellst, dem ja? übrigens aber auch selber gesagt. Ja, aber das macht's doch nicht besser. Dann sprichst du doch jetzt, wenn du das aus Sicherheitsphilosophensicht hier so sagst, sprichst du ja auch für mich und das ist ja nicht unbedingt Du kannst eine andere meine Meinung Meinung. haben. Du kannst da eine andere Vielleicht finde ich, Meinung. dass das ja die absoluten arroganten, schwachen Harten sind und nicht nur Oh, Proleten. weia, ich gut, zum Glück hören uns ja so viele Menschen, dass auch irgendjemand auf unserer Seite ist. Nee, dann lass uns das tatsächlich nächste Woche. Ich behalte den Titel einfach bei, um die Leute zu verwirren und am Ende stellen sie fest, darüber sprechen wir gar nicht, sondern wir machen einen Sonderpodcast. Aber lass uns nächste Woche tatsächlich, um das nochmal überleitend darüber zu reden. Gibt es wirklich einen Absolutismus zwischen Preis und geringer Qualität? Bedeutet hoher Preis gleich absolut hohe Qualität? Und ja, ist das tatsächlich ein Standardargument, was man immer wieder bringen kann, wenn man in irgendwelchen Beiträgen feststellt, dass wenn es zu irgendeinem, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Versagen eines Sicherheitsdienstleisters kommt, naja, der war ja billig und von daher kann da auch schon gar nichts draus entstehen. Ich sehe es ein bisschen anders, das verrate ich mal vorneweg so. Ich finde, man kann anhand eines Nachrichtenbeitrages nicht wirklich feststellen, ist das ein menschlicher, individueller Fehler, der nun mal passieren kann, weil wir sind keine Roboter, wir arbeiten nun mal mit Menschen. Oder ist es tatsächlich ein, ich sag mal, organisatorisch-strukturelles Qualitätsmanagement-Problem, was dort eingetreten ist? Ich gebe dir recht, das kann man nicht in 20 Minuten korrigieren. Deshalb lass uns nächste Woche bei unserem 12-Stunden-Aufenthalt in Genf 12-Stunden-Sonderpodcast machen über dieses Thema und wir werden vielleicht am Ende des Tages tatsächlich zu einem Ergebnis kommen. Eure Meinung, zumindest von denen, die auf Facebook aktiv sind, habe ich mal so grob aufgerissen. Das ist tatsächlich sehr eindeutig in vielen Bereichen, in anderen Bereichen eben nicht so eindeutig. Kommentiert das. Egal, wo ihr uns hört, abonniert uns. Das habe ich letztes Mal vergessen zu sagen. Abonniert uns bei YouTube. Abonniert den YouTube-Channel. Da gibt es am Und die Ende Glocke dieses Videos einschalten. gibt es eine Glocke. Genau, aktiviert die und ihr erfahrt jedes Mal über wann es den neuesten Podcast gibt, wenn ihr nicht sowieso angekündigt seid. Folgt unseren Playlisten auf Spotify, auf Google Podcast, auf Apple Music, wo auch immer man uns hören kann. Das sind die drei, vier wesentlichen Plattformen. Sendet uns eure Themen ein, auf alle Fälle. Schreibt uns nochmal eure Meinung zum Thema. Bedeutet wirklich günstigster Preis gleich geringe Qualität? Oder gibt es da zwischen Schwarz und Weiß vielleicht auch ein paar Grauschattierungen? War wieder eine interessante Folge, mal mit ganz anderen Themen. Diesmal, wir haben uns ums Weltgeschehen gekümmert. Sind wir klüger geworden? Ich Wäre das jetzt glaube, auch abgehakt? wir haben unsere Ziele eigentlich schon alle erreicht. Wir sind jetzt ein internationaler Podcast. Ich glaube, wenn man zumindest geistig fresh bleibt und sich mit bestimmten Themen einfach mal beschäftigt und auseinandersetzt und dann in die Kannst Diskussion es geht, nicht. als den Absolutismus zu verlangen, die eigene Meinung ist die wirklich wahre und einzige, dann kommt man auch irgendwie voran, dann kommt man geistig voran, dann kommt man in seiner Branche voran. Und das ist, haben wir ja immer wieder gesagt, ist auch das Thema, was dieser Podcast verfolgt. Und von daher wollen wir es hier gar nicht lange hinauszögern. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Und eine schöne Restwoche. Bis bald. Auf Wiedersehen. Genau, und bleib fresh im Kopf.